Moin, Servus, Moin! Weiter geht's mit Pokepark, Pikachus großes Abenteuer. Ich freue mich auf die zweite Zone, die Strandzone. Um die erreichen zu können, muss man vorher aber noch ein Foto machen. Das wollte ich ja im letzten Part nicht tun, weil ich da irgendwie Angst hatte. Ich habe es offcam noch gemacht, weil ich darauf hingewiesen wurde, weil man sonst nicht weiterkommt. Denn nur dann erscheint bei Krebskorps diese Sprechbox. Also go! Krebskorn! Ahoi! Du hast eine Nachricht von Bisaflor an Impoleon? Ahoi, hoi! Normalerweise darf ich hier ja niemanden durchlassen. Aber Impoleons Laune bereitet mir echt Kopfschmerzen. Du darfst ausnahmsweise durch. Bitte hilf Impoleon. Ja, das Ding ist ja, Bisaflor hat Beef mit Impoleon und Logok. Und wir müssen diesen Beef beenden. Jo, gibt's hier noch ein Secret? Ah, nee, die typische unsichtbare Wand. Man kennt sie. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie schön die Strandregion in 4K aussieht, meine Freunde. Willkommen an alle im Chat. Genießt es. Ui. Alter, ich mag diese offenen Zones. Vor allem für die Zeit, wo das Game rausgekommen ist, ist das echt strong. Fühl ich. Die Strandzone. Ein exotisches Badeparadies. Vor allem für Wasser-Pokémon. Der Streit zwischen Garados und Impagator war ganz schön heftig. Flegmon, nahezu alle Verbindungsbrücken zwischen den Inseln liegen in Trümmern. Garados und Impagator waren doch früher einmal gute Freunde. Ich frage mich, wie es nur zu jedem Streit kommen konnte. Was? Los, sag schon. Die Erde bebt. Das hat mir jetzt aber einen Schrecken eingejagt. Zuerst dachte ich, die beiden hätten wieder angefangen zu streiten, aber dem ist wohl nicht so. Was mag das nur gewesen sein? Du bist sicherlich neu hier, ne? Willkommen in der Strandzone. In letzter Zeit schaut kaum noch jemand hier vorbei. Hä? Ach so, verstehe. Du hast dich in die Strandzone begeben, um Impoleon zu treffen. Über das Meer gelangst du von hier aus in die Eiszone. Für dich ist es zu weit, dorthin zu schwimmen. Bitte doch Lapras darum, dich mitzunehmen. Sie hält sich meistens in der Bucht auf der anderen Seite der Brücke auf. Stimmt, heute haben wir ja zwei Zonen zu machen, offensichtlich. Die Strand- und die Eiszone. Bin mal sehr gespannt, ob dann die beiden etwas kleiner sind. Wir werden sehen. Ja, dieses Erdbeben vorhin habe sogar ich gespürt. Obwohl ich Bodenattacken gar nicht spüre. Wie bitte? Oh, du bist also auf dem Weg zur Bucht von Lapras? Die liegt auf der anderen Seite der großen Brücke in der Strandzone. Tauboss. Oder Tauboga. Ringal hat mich eingeladen, hier zu spielen. Es soll nämlich Spiele geben, bei denen man durch die Luft fliegt. Was? Möchtest du kämpfen? Ha, du hast gar keine Chance. In deinen Augen sehe ich eine richtige Kämpfernatur. Lass uns beginnen. Gibt's auch sehr effektive Attacken? Weil dann müsste Tauboga ja eigentlich One-Hit-KO sein. Nee, irgendwie nicht. Schade. Aber du hast trotzdem keine Chance. Ey, Wingull, geh da lieber weg. Hier findet ein ernster Kampf statt. Wir haben unseren Donnerblitz ja am Ende des letzten Parts auch nochmal gebufft, die Reichweite erhöht. Das wird uns heute helfen, denke ich. Oh, du bist gut. Lass uns Freunde sein. Yay! Die Eiszone sieht sehr schön aus. Okay,
Ich freue mich sehr drauf. Aber jetzt genießen wir erstmal den Strand hier. Zusammen mit Anton. Anton. Oh, der hat aber eine andere Stimme. Ich hab geträumt, ein großer Fels falle vom Himmel herab und der Pokepark versinke im Meer. Was hältst du von einer Runde verstecken, um wieder auf andere Gedanken zu kommen? Lass uns spielen. Wie wär's mit einer Runde verstecken? Verstecken, Beste. Schön, los geht's. Du hast den Sprint vergessen? Nee. Hab ich doch im Kampf genutzt? Shielterra war gegen Donnerblitz immun. Ja, deswegen dachte ich, dass das gegen Tauboga auch sehr effektiv wäre, aber war es ja offensichtlich nicht. Come on, ist das dein Ernst? Junge. Du bist nicht der Schlauste, ne? Mit dir zu spielen macht echt Spaß. Lass uns Freunde sein, ja? Ich hab übrigens geträumt, dass Antoron mit seiner wunderbaren Kraultechnik auf die Strandzone zusteuert. Aber es war halt nur ein Traum. Ja, vielleicht kommt Antoron jetzt noch. Ja, das dachte ich mir. Es ist zum Surfen gekommen. Oh, erwartet uns da was Besonderes? Was wir noch nie hatten? Weiß nur nicht genau, wo der ist. Hey, Habitak ist da. Aus der letzten Zone. Wie bitte? Ich sehe wütend aus? Was redest du da? So sehe ich nun mal aus. Ey, stimmt, die haben aber wirklich so ein aggressives Design. Ja, das ist mein wütendes Gesicht. Hast du mich verstanden? Dann lass uns kämpfen. Okay. Auf! Ich kann den Kampf kaum noch erwarten. Das letzte Mal konnten wir aber nicht gegen ihn kämpfen, oder? Weiß gar nicht, sind wir schon mit dem befreundet? Oh, da hat der Ausweicher jetzt aber eigentlich gar nicht richtig geklappt. Trotzdem hat er mich nicht getroffen. Ich glaube, wegen des Weges, da haben wir Glück gehabt. Es ist übrigens sehr, sehr klug, seine Bewegungen mit einem Sprung zu canceln. Das geht schnell, wenn man sich umdrehen möchte. Bist du nicht ein Freund meiner Kleinen? Gib bitte auch weiterhin auf meine Geschwister in der Grünzone Acht. Ach, das ist die Mutter von den anderen? Aber irgendwie hat uns der Kampf jetzt gar nichts gebracht. Hallo, Bambelin. Ja, das lässt auf der Insel dort keine Nichtschwimmer an seinem Wogenflitzen teilnehmen. Dafür habe ich zwar Verständnis, aber in letzter Zeit ist Garados doch ziemlich eingebildet. Er denkt wohl, er sei hier der Chef, bloß weil Impoleon nicht da ist. Wie, der ist nicht da? Lust auf einen Wettstreit? Wie wär's mit Fang? Ja, aber nicht im Wasser, ne? Also los geht's. Die Kämpfe musst du nicht unbedingt machen, du bist schon mit ihm befreundet. Ja, okay, dann merke ich mir das für alle weiteren. Die wir schon gemacht haben, können wir getrost ignorieren. Oh, der ist aber schnell. Ja, es ist auch sehr wichtig, ihm den Weg abzuschneiden oder es zumindest zu probieren. Aber ja, der stellt sich nicht so schlecht an, auch weil er so Zickzacksbewegungen macht. Wingull immer mitten im Geschehen und echt kurz davor, zermalmt zu werden. Der muss aufpassen. Oh, ich werde trainieren, um schneller zu laufen, um dann zu gewinnen. Lass uns bald wieder spielen. Übrigens, bald kommt mein großer Bruder, Brojelin. Er liebt Wogenflitzen mit Garados und bricht dort alle Rekorde. So gut wie mein Bruder möchte ich auch mal werden. Bambelin ist jetzt dein Freund. Und da ist Brojelin. Der sieht voll cool aus, finde ich. Die sind Geschwister, Domi. Ja, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele, die Geschwister sind. Ist aber auch logisch, ne? Wenn es jedes Pokémon nur einmal gäbe, wäre das irgendwie weird. Hallo, Wingull. Im Pokepark konnten wir früher oft einen Regenbogen sehen, in letzter Zeit allerdings kaum noch. Woran das wohl liegen mag? Was, du willst spielen? Dann lass uns Fangen spielen. Sehr gut, dann fangen wir mal an. Regenbogen ist auch irgendwie so ein Thema in dem Game, weil du kriegst ja auch so ein Regenbogenabzeichen, wenn du beste Freunde hast mit einem Pokémon.
Vielleicht kommt da in der Story noch was Interessantes. Ja, komm runter und lass dich bitte treffen. Als ob ich über ihn drüber gesprungen bin. Alle Achtung! Du bist einmalig. Und das, obwohl du nicht fliegen kannst. Lass uns Freunde sein. Ich werde allen von dir berichten. Von nun an werden alle Wingull des Pokeparks deine Freunde sein. Wingull ist dein Freund! Husano und Blackcrush, danke euch beiden für die Mitgliedschaft und herzlich willkommen in diesem Stream, der hoffentlich so gefällt wie der gestrige. Wie viel wir heute machen, werden wir sehen. Also ich meine zwecks 100%. Das war ja gestern schon sehr intensiv. Muss mal gucken, ob diese Zone vielleicht ein bisschen kleiner ist, weil es ja zwei Gebiete gibt sozusagen. Okay, wofür sind diese Holzscheite? Gibt es hier wieder was zum Bauen oder so? Ich finde es auch cool, dass die Pokémon ab und zu mal ihre Position ändern. Versteckt sich hier hinten jemand? Nee, nur welche, die wir schon kennen. Aber eine Beere, lecker. Kennen wir schon Staralili? Bin gerade nicht sicher. Pelippa lässt zu seinem Luftboot über den Klippen nur zu, wer des Fliegens kundig ist. Ich persönlich kann ja gar nicht genug davon bekommen. Was? Mit das Fangen spielen? Yes. Los geht's, lass uns anfangen. Geh zum Schild und speichern nicht vergessen. Ja, kann ich danach mal machen. Aber ich glaube, tatsächlich wäre es besser, wenn wir immer erstmal versuchen, möglichst viel von der Story zu machen, weil man dann ja auch nochmal einiges freischaltet. Heißt, wir gehen jetzt über die Brücke. Yeah. Du hast mich besiegt, aber im Fliegen bin ich unschlagbar. Sag Bescheid, wenn du mich für ein Spiel brauchst. Okay. So, dann wollen wir mal über die Brücke schlendern. Also, wir finden noch jemand Neues. Aber die sind alle drüben, ne? Corazon, Impagator, Enteron ist auch da. Ja, doch, also ich glaube, für den Anfang haben wir hier alles erledigt. Oh, Moment, Moment, Moment. Wir haben Fleckmon die ganze Zeit vollkommen ignoriert. Das hat er nicht verdient, oder? Hoffentlich versöhnen sich Garados und Impagator bald wieder. Wie bitte? Ach so, du willst Fang spielen. Hä, wie willst du denn Fang spielen? Du bist arschlangsam. Ich dachte, du spielst wenigstens Verstecken oder so. So, dann düse ich mal los. Streng dich an, mich zu fangen. Bro? Weiß ich nicht, du hast dich, glaube ich, für die falsche Disziplin entschieden. Mein lieber Herr Gesangsverein, du bist vielleicht schnell. Nein, Mann, du bist einfach arschlangsam. Lass uns Freunde sein. Mit dir zu spielen macht viel Spaß. Und deine Ausstrahlung ist ein echter Magnet für neue Freunde. Wirklich? Ui, danke. Staravia fehlt noch. Aber Staravia habe ich noch gar nicht gesehen. Hydropi ist jetzt aber da und ich glaube, der ist da hinten bei dem Schnellreiseschild, oder? Sah zumindest danach aus. Als ob man hier nicht durchspringen kann. Was ist das denn? Das ist jetzt aber schon schlampige Arbeit. War der nicht hier? Oh, es sah für mich wirklich so aus, sorry. Nee, muss ein anderes Schild sein. Okay, dann über die Brücke. Geh zum Schild. Welches Schild? Hallo, Corazon. Corazon, du kannst diese Brücke nicht überqueren. Aha. Weshalb möchtest du wissen? Tja, ich lass dich nämlich erst durch, wenn du mein Ratespiel meisterst.
Bist du bereit für das Ratespiel? Was wird das denn jetzt? Hahaha! Los geht's! Erste Frage. Was erhältst du, wenn du die Bonusleistung erzielst? Beeren? Blumenstrauß, Bruder, da muss los. Stimmt, genau. Frage Nummer 2. Welchem der folgenden Dinge gleicht dein Schweif am ehesten? Ein Blitz. Stimmt, genau. Dritte Frage. Wer hat mehr Beine? Krebskorps oder Krabi? Real Talk, Leute, ich habe keine Ahnung. Scheiße. Ich weiß es nicht, Mann. Ich meine natürlich, ein guter Streamer versucht auch den Chat mit einzubeziehen. Deswegen gebe ich diese Frage an meinen äußerst klugen und treuen Chat weiter. Und sage Danke an Blondie für 2 Münzen Donation. Video liken und abonnieren. Du bist mega Dommy. Vielen Dank, liebe Blondie. Oh, warte, hat sich mein Chat aufgehängt? Ja. So, jetzt hier. Krebskorps, denke ich. Krebskorps. Also die meisten sagen Krebskorps. Dann nehmen wir Krebskorps. War einfach. Ich wollte nur wissen, ob ihr es wisst. Stimmt, genau. Ausgezeichnet. Bitte sehr, du darfst passieren. Alle meine Freunde lieben Ratespiele. Sprich sie einfach an, wenn dir der Sinn danach steht. Juhu! Krabi hat 4 und ich glaube Krebskorps hat 6. Ja, bin mir nicht sicher. War tatsächlich die schwierigste Mission bisher, lol. So, Freunde, aber von welchem Schild redet ihr die ganze Zeit? Es gibt mehrere, das dürft ihr nicht vergessen. Das am Anfang? Aber da war ich doch. Was soll denn da bitteschön sein? Oh, da ist Aquana. Wir wissen, die Evoli-Entwicklungen sind OP. Also da werde ich wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen warten. Und stattdessen... War hier nicht noch jemand? Ich dachte, Enteron hat hier gechillt. Nein? Ach, da war der. Der läuft auch so rum wie so ein Macher, oder? Enteron, das Wellenreiten führt mich her. Hast du bereits am Wogenflitzen mit Gyarados teilgenommen? Du solltest während des Rennens übrigens keine der Flaggen auslassen, denn sie verleihen dir Geschwindigkeit. Lass uns kämpfen. Also, doch nichts Besonderes? Wunderbar. Na gut, aber er hat uns zumindest schon mal eine Vorschau gegeben auf das, was uns erwartet. Aquaknarre setzt er ein. Und hat keine Chance gegen Pikachu. Bojelin ist auch da. Ach, True, bei dem waren wir auch noch nicht, ne? Bin zu langsam gewesen. Lost. Die Pokémon fliegen auch hin und her. Ja, wenn sie es können, auf jeden Fall. Das finde ich aber auch gut, dass sie nicht statisch einfach so rumstehen, sondern dadurch auch lebendig wirken, dass sie halt ab und zu mal woanders sind. Ah, und da ist Staravia. Hervorragend. Schwungvoll und anmutig zugleich. Jemanden wie dich hätte ich gern zum Freund. Du, gar kein Problem, wenn du das nächste Mal beim Restaurant zahlst. So, schnell zu Staravia. Hallo, stopp. Stopp. Staravia. Sorry. Hey! Das hat er persönlich genommen jetzt. Na super, Mann. Wo ist das hin? Bruh. Hast du schon Azuril? Oh, wait. Haben wir Azuril?
Stimmt, die beiden Pokémon, die am Anfang am präsentesten waren, habe ich irgendwie relativ schnell ignoriert. Blackmon und Azurill. Der Weg zur Bucht ist anscheinend infolge des Erdbebens von einem Felsen versperrt. In der Bucht hält sich doch Lapras auf. Obwohl alles in Ordnung ist. Lass uns Fang spielen. Okay. Juhu. Was ist deine Lieblings-Evoli-Evolution? Tatsächlich habe ich keine, die ich ultra krass verehre. Aber ich denke Blitzer. Hat halt so das geilste Design, finde ich. Ja. Naja, Pech gehabt. Egal, lass uns Freunde sein, ja? Ich werde allen erzählen, dass du jetzt in der Strandzone bist und dass man mit dir jede Menge Spaß haben kann. Er macht Werbung für den Kanal. Ehre. Teilt auch ihr diesen Stream, wenn ihr Bock habt. Oh, Kanimani. Das ist wild. Kanimani ist krass. Den will ich unbedingt als Freund haben. Mein Leben ist nicht vollendet, wenn ich nicht mit Kanimani befreundet bin. Aber wo ist der? Da vorne, glaube ich. Und da ist auch Hydropi, stimmt. Den haben wir doch vorhin noch gesehen. Beide Wasserstarter einfach hier am Chillen. Komm, wer ist geiler? Schreibt in den Chat, wer ist geiler? Hydropi oder Kanimani? Tatsächlich schwere Sache. Oh. Oh, warte, Staravia. Wir kehren beiden den Rücken und sprechen lieber mit Staravia. Hallo, ich bin gekommen, um mit Staravia zu spielen. Wie wär's mit einem Kampf? Okay. Nun denn, los geht's! Wir wollen irgendwie mehr kämpfen als in der ersten Zone, ne? Ja, du denkst, dass du einen Vorteil hast da oben, aber den Zahn kann ich dir ziehen. Beide toll. Ja, aber du musst dich für einen entscheiden. Und ich sollte vielleicht nicht in den Chat gucken, während ich kämpfe. So, ja, es... also Hydropi hat am Anfang krass geführt. Jetzt kommen die Kanimanis rein. Ja... ich glaube, dass trotzdem Kanimani, dass trotzdem Hydropi gewonnen hat, aber so, nur so 60-40. Also ist knapp, ist knapp. Du warst so gut wie erwartet. Aber nochmal verliere ich nicht. Gib mir noch eine Chance. Nö. Kannst du vergessen. So, ich entscheide mich tatsächlich für Hydropi. Aber ich finde auch beide super. Nur irgendwie ist Hydropi jetzt weg. Als ob die so schnell verschwinden, Alter. Ja gut, wenn der mich sitzen lässt, dann halt Kanimani. Hast du den Pagator getroffen? Er sieht zwar ein wenig finster aus, ist aber eigentlich ganz nett. Hey, lass uns kämpfen. Let's go. Bist du bereit? Auf, los geht's, los! Aber im Anime war Kanimani übelst nervig. Mit dieser Beißerei, das ging mir so auf den Sack. Das Game ist übelst entspannt. Ja, das ist echt so ein Wohlfühl-Game. Glaube ich, kann man im Winter auch echt gut gebrauchen, oder? Denke, ich habe mir den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, um das zu zocken. Macht gute Laune. Das hat Spaß gemacht. Lass uns Freunde sein, ha? Bist du übrigens der lustige Typ, von dem Azurill gesprochen hat? Ja. Wir müssen bald wieder spielen, versprichst du es mir? Ich werde mich auch im Kampf üben. Ich werde mich im Kampf üben? Ist das so korrekt? Ah, da bist du ja, Hydropi. Direkt ins Wasser reingedonnert. Jetzt ist er wieder weg. Komm, ich wollte doch nur, dass er einen entspannten Tag hat. Er wirkte so ausgetrocknet. Vorhin war wohl das Triftzeppeli-Schild gemeint. Ja, und warum soll ich da hingehen?
Das ist doch das hier. Aber es gibt keinen Grund für mich jetzt wegzugehen, also... Lassen wir das mal. Ich bin extra vorbeigekommen, weil es hier noch Spaß aussah. Und dann hast du mich ins Wasser geschmissen. Ey, ich wollte nur, dass deine Haut wieder schön glänzt. Ach so, na gut. Ich liebe Wettstreite einfach. Ringal hat mir einen Tipp für den Luftspurt mit Pilippa gegeben. Da ich nicht fliegen und an diesem Spiel so ohnehin nicht teilnehmen kann, verrate ich ihn dir. Beweg dich so früh wie möglich auf die Ringe in der Ferne zu. Ach, du kannst wohl auch nicht fliegen, ha? Dann lass uns doch einfach Verstecken spielen. Ja, Verstecken, Verstecken! Sehr gerne. Aber warum kriegen wir jetzt Tipps zu einem Spiel, was wir nicht spielen können, Lul? Juhu, dann suche ich mir schon einmal ein gutes Versteck. Also ich meine, wir als Pikachu werden sicherlich irgendwie einen Weg finden, aber... Dass Pilippa Hydropi den Tipp gibt, ist Quatsch. Du musst den Port erst freischalten. Ach so, ja, jetzt erinnere ich mich auch. Stimmt. In der ersten Welt hat man das noch geschenkt bekommen. Aber ab jetzt muss man das ja immer ansprechen. Ja, ja, true. Da ist er. Easy. Und tatsächlich ein schlechtes Versteck. Ah, schade. Jetzt hast du mich gefunden. Wie? Zu offensichtlich? Das stimmt jetzt aber nicht. Doch, das war echt low. Ach, na gut. Alles klar, dann schalten wir es mal frei. Ich glaube nicht, dass wir es jemals brauchen werden, aber von mir aus. Dies ist ein Triftzippeli-Halt. Da hängt ein Bild von einer Biere. Aber spielen kann man jetzt mit dem nicht, oder? Nee, denke nicht. What? Schnellreise freigeschaltet. Dann wollen wir jetzt wieder rübergehen auf die andere Seite. Weil wir haben jetzt eigentlich alles nachgeholt. Warte, was sind wir Freunde mit dem schon? Durch das Ratespiel schon, oder? Wobei das bei Gekkabor beim letzten Mal auch so ein bisschen komisch war. Naja, wenn nicht, dann holen wir Corazon natürlich nach. Ja, und komm, wir stellen uns jetzt mal Aquana. Aber Aquana wird strong wahrscheinlich. Das Meer ist umwerfend, oder? Hoppla! Du hast aber viele Freunde. Los, spiel mit mir. Wie wär's mit einer Runde Fang? Na gut. Gut, auf geht's. Ja, ob das First Try wird, weiß ich nicht. Das war ja beim letzten Mal schon super, super knapp. Aber ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht sogar einfacher ist als Fulipurba, weil Aquana mehr mitten auf dem Weg rumsteht. Und Fulipurba zumindest etwas abseits war. Aber... Nee. Weil Aquana ist auch wirklich schneller als ich. Oh, 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 okay. Hier können wir aufholen. Hier können wir aufholen. Und Alter, jetzt Wailord einfach. Wo zum Teufel bin ich denn jetzt? Dass man die Kamera nicht ändern kann, ist aber auch so trash. Ja, RIP. Man kann sie nicht mal ändern, wenn man steht. Also das ist wirklich scheiße. Gibt's da irgendeinen Trick-Chat? Was soll der Quatsch? Hä, Moment mal, wieso wartet der da? Sag jetzt nicht, ich hätte einfach nur dahin rennen müssen und das wär's gewesen, weil er zurückkommt. No way, bro. Ja, aber das war so giga verwirrend. Bei Fulipurba musste man ja schließlich auch so eine kranke Linkskurve machen. Aber ich glaube tatsächlich, der läuft in eine Sackgasse und läuft dann zurück. Sprich, uns hat eine Sekunde gefehlt. Hä? Jetzt nimmt er einen anderen Weg? Oh nein. Hä? Are you serious? Aquana.
Dein Sprint ist eine Wucht. Es hat mir viel Spaß bereitet. Ich denke, wir können gute Freunde sein. Lass uns bald wieder zusammen laufen. Dann werde ich gewinnen. Oh Mann. Anscheinend ist es wirklich eigentlich easy. Weil die immer in eine Sackgasse rennen. Beim linken Weg sogar noch schneller. Oh boy. Ja, ich dachte halt wirklich, dass er so strong ist wie Fulipurba, aber nö, ist er nicht. Wie sollen wir denn bitteschön zu Candywanha und Tohaido kommen, wenn wir nicht schwimmen können? Wie immer eine Sekunde. Ja, ich glaube, also mir hat wirklich eine Sekunde nur gefehlt. Warte mal, kommen die jetzt? Oder kann ich die vielleicht mit dem Donnerblitz irgendwie so zu mir locken? Bin ja schon mal bei Carpador. Nein? Kalibanya. Nee, geht irgendwie nicht. Okay. Dann auf zu Impergator. Der ist doch die Vertretung von Impoleon, oder nicht? Hä? Du möchtest Lapras treffen? Ach so. Weil du in die Eiszone möchtest. Verstehe. Lapras findest du in der Bucht, aber der Weg dorthin wird von einem Felsen versperrt. Könnte ihn zertrümmern, aber würdest du Garados zuvor bitte einmal die Leviten lesen? In letzter Zeit verhält er sich nämlich ausgesprochen seltsam. Er nutzt die Abwesenheit von Impoleon, um sich als Zonenmeister der Strandzone aufzuspielen. Wenn ich mit ihm spreche, artet es ohnehin nur wieder in Streit aus. Kann ich auf dich zählen? Ja. Muss die Story machen für Canivan, hä? Okay. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal Garados finden. Oh, Plinfa und Isso. Da auf der Insel. Hier vorne ist Garados. Wie soll ich denn da hinkommen? Wir müssen irgendwas übersehen haben. Bujelin ist auch noch bei dir. Stimmt, wo ist der? Was ist jetzt los? Hallo, ich bin's. Schön, dass es dir gut geht. Bei mir ist auch alles bestens. Oh, Plinfa ist so süß, oder? Wie geht's den anderen? Sehr gut, du hast Entive getroffen. Ja, ich werde mich später auch zum Treffpunkt aufmachen. Ich hatte schon gehofft, dass du kommst, denn ehrlich gesagt, stecke ich etwas in der Klemme. Ist so. Als ich auf meiner Bärensuche herkam, stürzte die Brücke ein. Wie komme ich nur nach Hause? Ich kann auch nicht schwimmen. Ist so, kann einem schon leid tun. Bediza aus der Grünzone könnte im Nu eine Brücke bauen. Sei so darum, bitte Bediza darum. Sie hält sich anscheinend am Flussufer in der Grünzone auf. Jo, was? Es gibt sogar Rätsel, die über Zonen hinweglaufen? Das ist geil. Vor allem, da bringt uns jetzt unser Fortschritt auch was, weil wir haben ja Bedizas Mission schon gemacht. Geil, oh. Aber wo ist denn Bojelin, Alter? Plinfa, Kanimani, Hytropi. Ich würde sagen, Plinfa, Hytropi, Kanimani. Ach, da steht er! Was? War er die ganze Zeit schon da? Als ob? Bojelin! Bojelin! In letzter Zeit beobachte ich hier und da im Pokepark so manchen Streit und Zwist. Dennoch glaube ich, dass Freundschaft auch schwere Zeiten überstehen kann. Ja, schon. Der Pokepark wird zur Harmonie zurückfinden. Daran glaube ich ganz fest. Wie wär's mit einem Kampf? Let's go! Raydragon, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Herzlich willkommen. Gut, los geht's. 3 KP. Der Boy, der hat's drauf. Boah, der geht richtig auf Tuchfühlung, Alter. Das war knapp, ne? Aufpassen, du. Aber wir können ihn 2-Hit-KO'en, oder 2-Combo'en. Und sein Blubstrahl ist langsam. Ah, ich bin lost. Aber da hat jetzt tatsächlich das Upgrade vom Donnerblitz was gebracht, weil ich habe ihn nicht richtig anvisiert, aber wir haben ihn trotzdem getroffen. Oh,
Von dir kann sich auch Barmeli noch eine Scheibe abschneiden. Lass uns Freunde sein. Ruf mich, wenn du mich für Spiele brauchst. Vor allem, wenn es ums Wogenflitzen mit Gyarados geht. Ah, da haben wir also schon einen Favoriten. Sehr gut. Das Spiel sieht so schön in 4K aus. Ja, ich habe mir gestern die Originalversion angeschaut. Der Unterschied ist sichtbar. Der Unterschied ist sehr eindeutig. Okay, ich glaube, wir kommen tatsächlich nicht weiter, wenn wir jetzt nicht das mit Pediza machen. Aber wait, one second. Da hinten war ja noch Vylord. Aber ich bin schon ein bisschen süchtig nach dem Game geworden. Also irgendwie fühle ich die 100% dann doch. Lol. Außer es wird gegen Ende gottlos. Hi. Vylord. Vylord. Es heißt, merkwürdige Dinge würden im Pokepark geschehen. Wenn durch Zwietracht unter den Pokémon die Kraft des Himmels Prismas spende. Noch scheint alles im Blut zu sein, aber ich befürchte, dass sich alles zum Schlechten wenden könnte, wenn nicht bald etwas geschieht. Der will gar nicht spielen. ja gut, dann halt nicht, ne? Aber warum ist er dann auf der Karte markiert? Der hat sogar so einen blauen Punkt. Ich glaube, der wird später nochmal wichtig. Und es gibt noch Pelipper. Ach nee, Quatsch. Das Schild ist der blaue Punkt. Luftspurt mit Pelipper. Schnapp dir die Ringe mit gekonntem Flügelschlag. Teilnahmegebühr 10 Bären. Ach ja, das Game. Da haben wir doch schon voll vieles davon gehört. Okay, komm. Dann machen wir das noch. Bevor wir Pediza holen. Es gibt später ein paar wirklich schwere Kämpfe und Spiele, die gottlos werden. Okay. Willkommen zum Luftspurt mit Pelipper. Ich würde dich ja auch gern teilnehmen lassen, aber Tohaido und Kaniwanna sagen stets, Fremde hätten ja nichts zu suchen. Ich habe zwar keine Angst vor den beiden, aber jedes Mal, wenn ich zum Meer gehe, fahren sie mich scharf an, sodass ich weder meine Freunde noch ich dort unbeschwert in die Lüfte schwingen können. Da kann man halt nichts machen. Okay, alright. Wir müssen erstmal Kaniwanha und Tohaido besänftigen, alles klar. Gut, dann bleibt uns wirklich nichts anderes mehr übrig, als Pediza zu holen, I guess. Vorhin stand noch im Chat, ich kann tatsächlich auch mit Driftzippe die Freundschaft schließen. Vielleicht passiert das automatisch, wenn man einmal die Schnellreise nutzt. Versuchen wir es mal. Oh, sogar mit Animation. Holy shit. Vergleich das mal mit den beschissenen Fluganimationen, die wir heutzutage in den Mainline-Games bekommen. Es war früher einfach alles so viel besser, ne? Komm, lass noch mal speichern. Wir haben jetzt durchaus schon einiges erreicht. Um Vylord zu bekommen, musst du den Strand aufräumen. Der sah eigentlich sauber aus, tatsächlich. Weiß jemand, ob man die Pediza-Quest erst geschafft haben muss oder ob das optional ist? Also, würde Pediza einem jetzt so oder so helfen? Ja oder nein? Du möchtest also, dass ich dir in der Strandzone eine Brücke baue? Nichts leichter als das. Oh, du weißt gar nicht, was du mir damit für einen Gefallen tust. Ich habe mir schon die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrochen, wie ich mich bei dir revanchieren kann. Ich habe dir eine von meinen Freundinnen geschickt. Ich hab so viele, hehe. Bin voll der Player. Ob sie inzwischen wohl schon in der Strandzone angekommen ist? Mit den nötigen Baumaterialien kannst du sofort ans Werk gehen. Aber wobei, warte, die war selber weiblich, ne? Na egal, also kann ja trotzdem. Na egal. Lassen wir das. Let's go back. Passi, danke für die Mitgliedschaft. Ehre. Das ist aber schon teuer auf Dauer dann, ne? Wenn das immer 20 Bären kostet.
Hoffentlich gibt es irgendwann mal Rabatt. Du musst die Quest gemacht haben. Ah ja. Wirst du irgendwann mal Pokepark 2 wieder spielen? Nee. Das bleibt beim Original-LP. Kommen wir jetzt auf die Insel, wo Plinfa ist? Ja, ne? Freunde haben mir von dir erzählt und so bin ich hergekommen. Du bist doch derjenige, der auf jene Insel möchte, ne? Ich brauche Baumaterial, um eine Brücke zu errichten. Wärst du so nett, mir einige Holzscheite zu bringen? Das kennen wir ja schon, das Spielchen. Irgendwann kannst du gratis fliegen. Really? Cool! Aber wahrscheinlich erst, wenn man alle Gebiete hat. Dennoch, gute Nachricht. Oder sobald man Freundschaft mit Triftzeppeli geschlossen hat, wie auch immer das gehen soll. Triftzeppeli ist erst am Ende der Story dein Freund. Ah, okay. Jetzt kommt der Krampf. Wieso das Brücken bauen? Ja, es dauert ein bisschen, aber es geht. Find's okay. Ah, danke für die Holzscheite. Das sollte für die Brücke reichen. Ich fang gleich damit an. Was? Das reicht niemals. Hey du! Einen Moment mal! Wer hat dir eigentlich erlaubt, dir einfach so eine Brücke zu bauen? Schon wieder Allmänner! Wir haben keine Baugenehmigung! Wir müssen erst aufs Amt. Du kannst die Brücke nur mit der Zustimmung von Garados bauen. Was? Weshalb brauche ich denn die Erlaubnis von Garados? Der Zonenmeister der Strand- und Eiszone ist doch wohl immer noch Impel Leon und er lässt uns bei unserer Bautätigkeit freie Hand. Ich sehe schon, du verstehst gar nichts. Garados ist jetzt der neue Zonenmeister der Strandzone. Impel Leon spielt keine Rolle mehr. Was redest du da? Das kannst du nicht einfach so bestimmen. Und überhaupt, keine Brücken? Und die Nichtschwimmer? Wie gelangen die von Insel zu Insel? Wer nicht schwimmen kann, könnte doch wie Wingull dorthin fliegen, oder etwa nicht? Oh, ich habe da eine Idee. Wenn du den Luftspurt mit Pilippa meisterst, werde ich euch ausnahmsweise gestatten, die Brücke zu bauen. Aber das dürfte für dich nahezu unmöglich sein, da du ja nicht fliegen kannst. Aha. Und deswegen ist man gezwungen, Freundschaften mit Flug-Pokémon zu knüpfen, damit man die dann bei dem Spiel benutzen kann. Okay, haben wir ja schon. Gefällt mir, cool. Danke für den jahrelangen großen Aufwand in den Videos und Streams. Dir nur das Beste. Dir auch, Martin. Und danke für die 5 Münzen. Freut mich sehr, dass es dir gefällt. Bus geht raus an dich. Schade, der zweite Teil ist eigentlich wirklich nicht so schlecht, wie die Leute sagen. Naja, also ich habe ihn auch wirklich nicht als gut in Erinnerung. Deswegen haben wir das Spiel ja auch verarscht. Hey, ich habe schon auf dich gewartet. Tohaido hat dir also aufgetragen, bei meinem Spiel zu gewinnen. Woher ich das weiß, willst du wissen? Nun, ich habe da so meine Quellen. Aber lass uns lieber gleich anfangen. Wenn du am Luftspurt mit Pilippa teilnehmen möchtest, bekomme ich 10 Bären von dir. Alles klar. Hierher, komm hierher. Ich glaube, Tauboga wird am besten sein, oder? Nochmal Kuss zu einer Münze. Domi Delal. Und Music is my life. Cooles LP, Sommervibes. Zumindest hier am Strand, ja. Später geht's noch in die Eiszone, die passt dann ein bisschen besser zur aktuellen Jahreszeit. Luftspurt mit Pilippa. Fliege durch die schwebenden Ringe und sammle Punkte. Mindestleistung 8500. Genauso viel Likes brauchen wir auch, sonst geht das Let's Play nicht weiter, Kappa. Spielanleitung. Auf los, fliegst du los. Neige die Wii-Fernbedienung nach links oder rechts, um dich horizontal über das Spielfeld zu bewegen. Neige die Wii-Fernbedienung nach vorn oder hinten, um dich auf dem Spielfeld auf- oder abzubewegen. Berühre die Ringe für Punkte. Dein Punktebonus steigt in der Reihenfolge Gelb, Rot, Regenbogenfarben. Fliege auf deinem Weg zum Ziel durch so viele Ringe wie möglich. Sammel so viele Punkte, wie du kannst.
Favoriten Staravia Tropius Schwalbini. Also doch nicht Tauboga. Kann es sein, dass Tropius der Beste ist, weil er auch am größten ist? Pikachu ist voll traurig. Schaut euch das mal an, weil er nicht mitmachen kann. Er ist voll Depri. Ich glaube, ich versuch's mit Tropius, weil rein von der Logik her müsste er doch am besten sein. Außer der fliegt arschlangsam, aber ich hoffe mal nicht. Bonusleistung 10k. Warte, lass mal mit den anderen vergleichen. 13.000? Und 9.3. Danke für ehrenvolle 20 Münzen, Passi. Mach weiter so und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Schönen Abend dir. Soll ich Tropius nehmen, Leute? Was meinst du mit verarscht? Schau meinen Pokepark 2 LP, dann weißt du, was ich meine. Durch einen Code kannst du Duftballons für Pikachu bekommen. Okay. Ja, wir machen es aber erstmal so, wie es gemacht werden soll, also ohne Pikachu. Und wir nehmen Tropius. Es ist nach Bonusleistung sortiert. Ja, dann müsste es mit ihm mittelschwer sein. Und das Schwierigste ist eh die Bewegungssteuerung. Gucken wir mal, wie es läuft. Oh, okay, er ist langsam. Ach du Scheiße, ist der langsam. Und die Bewegungssteuerung. Alter, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht, Freunde. Vor allem, das ist invertiert auch noch. Wenn ich nach oben will, muss ich nach unten neigen. Was ist das für eine Scheiße? Schaffen wir nicht, oder? Das hat mein Gehirn zerstört. Du musst halt wirklich so nach unten, um nach oben zu kommen und nach oben und nach unten zu kommen. Aber ja. Wir sind einfach froh, dass es gereicht hat. Wird aber nicht mein Lieblingsspiel. Dieses Game habe ich damals gesuchtet. Ja, das hat irgendwie jeder Zweite hier. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel gemeistert. Übrigens, du suchst doch diese glitzernden Splitter, die vom Himmel herabgefallen sind, ne? Woher ich das weiß? Naja, die Wingull tratschen eben gern. Durch sie habe ich auch von dir und Tohaido erfahren. Du scheinst ziemlich gut zu sein. Hier hast du den Prismensplitter. Yo! Danke, Mann. Das ist steuerungstechnisch eins der schlechtesten Minigames, meiner Meinung nach. Okay, das beruhigt mich ein bisschen. Ach, übrigens, du hast zwar keine Flügel, scheinst aber dafür schnell laufen zu können, ha? Huh? Man hat mir erzählt, dass am Treffpunkt ein Pokémon eingetroffen sei, das dir eine neue Sprinttechnik beibringen könne. Geh doch einfach mal dorthin, wenn du interessiert bist. Echt jetzt? Eine neue Sprinttechnik? Das ist dann aber nicht der Eisenschweif, oder? Ist das dann Ruckzuckhieb? Auf jeden Fall sollten wir da mal nachsehen. Das beste Game kommt später mit Bolterus. Mal sehen, also bis jetzt ist der Sprint mein Lieblingsspiel eigentlich. Das allererste. Bekommt man für jedes Minispiel dann einen Prisma? Schon, oder? Rote Münze. Danke für 7 Monate. Das ist noch vom letzten Stream. Kein Plan, warum das jetzt erst geht, aber gönn dir. Ja, das ist manchmal so. Auch auf Twitch ist es manchmal so, dass es dann erst
erzählt, wenn man den Stream geschlossen hat, also den ganzen Browser geschlossen oder sogar erst im nächsten Stream. Keine Ahnung, das ist ein Bug, glaube ich. Aber hat ja geklappt, danke dir. Oh, Ponita. Wie geil das Feuer aussieht, yo! Mann! Ich will das auf der Switch. Mega der süße Ruf. Du scheinst wirklich bereit zu sein, alles für den Pokepark zu geben. Ich bin hier, weil ich als Sprint-Tutor für Pokémon tätig sein wollte. Würde es dir nicht auch gefallen, noch schneller laufen zu können? Auf jeden. Ich kann dir ein paar brandheiße Techniken beibringen. Sind 350 Bären ein fairer Preis? Kann eh nicht handeln, oder? Also. In Ordnung, dann fangen wir mal mit dem Training an. Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Du hast das Training beendet. Probier deine neue Sprinttechnik gleich mal aus. Deine Sprintgeschwindigkeit wurde erhöht. Oh. Ich dachte, ich kriege jetzt eine neue Attacke, aber das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Ja, man merkt schon. Das wird uns nicht nur generell bei den Fangen-Minispielen helfen, sondern eben auch bei der Erkundung und so. Natürlich. Bin auch sehr gespannt auf deine Lava-Bewertung. Wobei die aber auch dann ein bisschen unfair ist, ne? Weil ich habe ja die Lava logischerweise auch mit dem Texture Pack hochgeknallt. Aber ja, wir werden gucken. Denk aber, dass die Lava-Welt erst am Ende kommt. Pidiza, ich hab's geschafft! Was? Du hast den Luftspurt gemeistert? Kennst du etwa doch fliegen oder haben dir deine Freunde dabei geholfen? Ich wusste, ich hätte mir auch Freunde besorgen sollen. Wie dem auch sei, du bist gut. Wie versprochen, erlaube ich euch, eine Brücke zu errichten. Ich werde Garados persönlich darüber in Kenntnis setzen. Und Kanivana und Raido sind nun gezwungenermaßen unsere Freunde. Für einen Moment habe ich mir Sorgen gemacht. Gute Leistung. Ich baue jetzt rasch die Brücke. Ehre. Jetzt besiegst du die Evoli-Entwicklungen locker. Ich würde fast vermuten, dass die in den hinteren Welten dann auch nochmal einen Speedboost haben. Also, dass sie mir dann wieder überlegen sind. Aber mal schauen. So, fertig. Ist doch klasse geworden, oder? Es gibt nichts Schöneres, als Dinge aus Holz zu bauen. Hör mal. Lass mich dir noch mehr Brücken bauen. Wenn du mir noch zwei weitere Bündel Holzscheite bringst, baue ich dir eine Brücke zu jeder Insel, wo ein Spiel veranstaltet wird. Really? Krass. Dankeschön. Ab jetzt sind wir Freunde. Wow. Einfach drei Freunde auf einen Schlag. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Ich werde noch ein wenig die Strandzone erkunden und mich dann zum Treffpunkt aufmachen. Der Pokepark steckt wirklich voller Abenteuer und Überraschungen. Ich werde auch in Devil von der Strandzone erzählen. Fährst du jetzt zum Treffpunkt zurück? Oh, du hast noch etwas zu tun? Empoleon eine Nachricht überbringen und einen Prismensplitter einsammeln? Verstehe. Diese Prismensplitter sind doch im Besitz der Spielleiter, ne? Die hiesigen Spielleiter? Begib dich am besten zu Garados auf der Insel dort drüben und zu Empoleon in der Eiszone. Das war ein Witz. Ach so, das mit den Evoli-Entwicklungen, ja. Wie gesagt, das dachte ich mir schon, dass die halt mitskalieren so ein bisschen. Also die ersten beiden, die wären wahrscheinlich einfacher gewesen jetzt. Aber vermute ich schon ab der dritten Zone nicht mehr. Ich bin gestolpert und hab dich so in das Loch geschubst, nicht wahr? Ja, alles ist deine Schuld. Zum Glück ist dir nichts passiert. Der Pokepark gefällt mir sehr gut.
Ich habe auch ein Pokepark-Album, ganz genau wie du. Aber wie stelle ich es nur an, mehr Freunde zu finden? Hey, lass uns spielen. Möchtest du gerne mit mir kämpfen? Nee, du bist ja schon mein Best Friend. Oder? Ach komm. Ich knall dich kurz weg. Du wirst Bauglitze staunen, denn ich habe meine Attacken trainiert. Oh, wirklich? Ja, aber komm, wir können jetzt nicht gegen den Plinfer verlieren. Was ist das denn? Verdammt, der ist schnell. Okay, aber er macht immer eine Pause zwischendurch. Er macht zweimal Blubber und dann muss er eine Pause machen. Sprich, dann können wir... Dann können wir angreifen. Digga, wie lost. Gib ihm. Hey, du hast einen Unbeteiligten getroffen. Junge, ich verliere gegen den halt for real. Was ist das? Aber ich will ihn unbedingt mit Donnerblitz besiegen. Also wenn die richtig schnell sind, dann... Jetzt kriege ich doch sehr Angst auf die Kämpfe in den hinteren Zonen. Offenbar war ich nicht der Einzige, der an seinen Attacken gefeilt hat. Aber lustig war's trotzdem. Lass uns bald wieder kämpfen. Boah. Plinfer soll einfach Brücken bauen für Freunde. Ja, ich glaube, dann würden ihn viele lieben. Apropos, wir können doch noch weitere Brücken bauen. Also, lass uns noch ein bisschen Holz besorgen. Hier. Haben wir doch gleich welches. Ich muss den Strand aufräumen. Ja, aber hier ist doch gar kein Müll. Was soll ich denn hier aufräumen? Dankeschön. Ich habe von dir ein Bündel Holzscheite erhalten. Bitte bring mir noch mehr. Ja, und aus welchem Grund, bitteschön, brauchen jetzt die anderen Brücken mehr Holz, wenn du vorhin aus einem Holzscheit auch eine Brücke bauen konntest? Was ist das denn? Kannst du auch im Sprung Donnerblitz einsetzen? Was? Okay, ich werde es mal tryen. Danke für das Bauholz. Das wird ausreichen, um weitere Brücken zu bauen. Warte ruhig hier, es wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Würdest du mal Palworld anzocken? Habe ich doch gemacht. Ich mag Pommes. Der Stream hat sogar 140.000 Aufrufe. Wie hast du den übersehen? Aber geh einfach auf meinen Kanal, drück auf Live und dann solltest du es sofort erkennen. War ja erst vor ein paar Tagen. Guck mal in die Mülltonne hinten. Ich habe keine Mülltonne gesehen. Hat er jetzt gerade drei Brücken gebaut? Auf jeden Fall war Bediza anders fleißig. Der Brückenbau ist abgeschlossen. Nun kannst du bequem von einem Ort zum anderen gelangen, worüber sich bestimmt alle hier freuen werden. Ich habe von einem Freund erfahren, dass Bidifas am Treffpunkt deine Energie erhöhen kann. Begib dich doch selbst mal dorthin. Jo, jetzt geht's aber ab hier. Das Ding ist aber, ich glaube, wir haben nicht genug Bären dafür, oder? Weil das Sprinten hat jetzt auch schon 350 gekostet. Nochmal Donnerblitz erhöhen kostet 1000. Dann werden Leben... mindestens 500 kosten, oder? Schließen wir erstmal ein paar weitere Freundschaften. Aber Corazon haben wir ja schon, glaube ich. Ich habe jetzt 845 Bären. Ja, geht noch ein bisschen mehr. Dum, dum. Was ist das hier? Die am Strand verstreuten Flaschen gehören hier hinein. Ach, das ist der Mülleimer. Ja, da waren wir doch noch gar nicht. Es gibt Flaschen? Ja, Tatsache. Boah, das finde ich immer so mega asozial. Und das macht mich auch so krank traurig, dass wenn ich im Meer bade, dass da halt teilweise so viel Müll ist, ne? Plastik. Flaschen und Tüten und weißt du nicht was. Wieso ist man so ein Bastard und räumt das nicht weg?
Jetzt können wir hier einfach chillen. Du hast 2 Liegestühle und einen Tisch als Geschenk erhalten. Ja, jetzt bin ich noch mehr motiviert, den Müll wegzuräumen. Was kommt als nächstes? Ein Strandrestaurant, wo wir umsonst essen können? Willst du Pearl World noch weiter? Habe ich schon ein paar Mal überlegt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt nochmal so gefragt wäre bei mir. Du hast einen Sonnenschirm als Geschenk erhalten. Gut. Auch nicht unwichtig. Krabi! Jetzt sehen wir auch, er hat 4 Beine. Wahrscheinlich, wenn ich mit dem Freundschaft schließe, kommt noch Krebskorps. Wo bist du, Krabi? Ich mag Krabi übrigens. Das ist eins meiner Lieblings-Gen-1-Pokémon. Also genauso wie Kingler natürlich dann. Ich habe den immer als Kind auch im Team gehabt, obwohl die gar nicht so stark sind. Mann, wo ist der? Oh Mann. Flaschen zerfallen immerhin wieder zusammen, dauert jedoch sehr lange. Ja. Weiß ich nicht. Kann sein, ja. Bin aber jetzt auch kein Experte. Aber dann auch nur die Glasflaschen, Plastik nicht. Ganze Plastik im Meer ist ein Ultra-Problem. Da ist Krabi. Also nicht nur für die Tiere, das fällt auch alles auf uns zurück. Was war das? Ok. Ok. Der Strand ist schon viel sauberer. Vielen, vielen Dank. Wie wär's mit einer Runde Fangen? Ja, Mann, du hast gar keine Chance. Also fangen wir an. Ich bin jetzt OP, Alter. Aber ja, er läuft seitlich natürlich. Cool wär's, wenn man ihn von vorne nicht treffen könnte, weil er ja so eine Schutzhaltung hat. Backshadow, vielen Dank für den Raid. Und cool, dass das mittlerweile im Chat sogar angezeigt wird. GG YouTube, nice Update. Back Raid. Ja, Grüße an alle. Wir chillen in Pokepark. Ein cozy Game. Ein sehr, sehr chilliges. Ich hätte nicht zögern sollen, welches Bein ich zuerst bewege. Aber ich will mich nicht rausreden. Du hast verdient gewonnen. Das müssen wir bald wiederholen. Lass uns doch Freunde sein. Oh, das hätte ich fast vergessen. Alle Krabi hier sind nun deine Freunde. Fühl ich. Timekeeper, auch vielen, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. So, was fehlt eigentlich? War das eine Morgenlatte gerade bei ihm, oder? Was geht? Was ist ein Raid denn? Das ist von Twitch geklaut. Das ist so eine Funktion, wo, wenn ein Streamer seinen Stream beendet, dann hat er die Möglichkeit, seine Zuschauer zu einem anderen Streamer weiterzuleiten. Das ist auf YouTube ein bisschen umständlich, aber es wurde tatsächlich auch eingeführt vor einem Jahr. Und das ist eine Funktion, die gibt es schon ewig auf Twitch. Dafür bist du gar, das alles andere ist schon erledigt, oder? Ach, wobei, warte mal, Ist Vylord jetzt verfügbar? Weil habt ihr nicht vorhin geschrieben, man muss den Strand aufräumen? Vylord. In letzter Zeit werden viele Flaschen an den Strand gespült. Ob das wohl mit den Gezeiten zusammenhängt? Sei so nett und wirf die Flaschen, die du findest, in den Altglas-Container auf der Insel, wo Garados sich befindet. Hä? Habe ich eine Flasche übersehen? Als ob. Weiß jemand, wo die... Da war eine. Hä? Okay, ich bin dumm. Wo? Wo?
Oh, wieso bin ich so dumm? Fehlt noch eine Flasche. Wo war die? Dark und Hashira, danke euch beiden für die Mitgliedschaft. Am Mülleimer? Bra. Ja, okay. Aber hier hat jemand wenigstens sich die Mühe gemacht, das in die Nähe von der Mülltonne zu bringen. Vielleicht war die ja da voll oder so. Das ist ja okay. Aber das am Strand liegen zu lassen, Bastard, wer sowas macht. Das sieht doch jetzt irgendwie dumm aus. So ein ganz einsamer Schirm. Hätte man mir wenigstens noch ein Strandtuch mitgeben können, oder? Naja. So, Wailord, jetzt aber. Wir kommen! Ob der direkt Freunde werden möchte oder ob es noch irgendein Spiel gibt? Bin gespannt. So viele Flaschen, Mann. Fühl ich nicht. Was? Es gibt noch eine vierte offenbar. Gut, das erklärt, warum der Sonnenschirm so einsam da stand. Das war noch nicht alles. Dann sind wir wohl alle gemeinsam blind und doof. Hä, aber sind die dann alle hier auf der Insel? Weil ich meine, bisher waren alle drei Flaschen hier auf der Insel, aber da kann doch jetzt nichts mehr versteckt sein eigentlich. Wo ist die letzte? Ach so, der ist hier gespawnt. Aber ich habe jetzt hier eigentlich auch alles untersucht. Unter einer Brücke müsste noch eine sein. Oh, unter einer Brücke? Einfach The Legend of Zelda Easter Egg. Ah, dann muss es aber da drüben sein. Sprich, doch hier. Nee. Hä? Was? Nahe am Wasser. Naja, wir müssten wissen, welche Insel. Oder kann es sein, dass die vielleicht erst spawnt, wenn wir das Garados-Minispiel gemacht haben? Aber das wäre dumm. Die respawnen? Nee, das denke ich nicht. Das wäre seltsam. Würde viel mehr Sinn machen, wenn eine feste Anzahl Flaschen irgendwo versteckt wäre. Aber ich finde halt nichts. Doch, es kommen auch neue. Oh! Okay, dann ist es aber dumm. Ja, dann machen wir erstmal weiter. Hat ja sonst keinen Sinn. Garados, wir kommen! Mach dich auf was gefasst. Bogenflitzen mit Garados. Auf die Welle, fertig, los. Teilnahmegebühr 10 Bären. Prismensplitter, sagst du? Diese funkelnden Stücke? Sowas besitze ich in der Tat. Welchen Nutzen hat dieses Ding überhaupt? Aber darüber möchte ich ohnehin nicht sprechen. Denn von nun an bin ich der neue King, der Zonenmeister. In Kürze werde ich Bisaflor und Logok besiegt und den gesamten Pokepark in meine Gewalt gebracht haben. Jo, was bist du für ein Psycho? Ist der bloße Gedanke daran nicht einfach geil? Was? Impagator hat dich damit beauftragt, mich aufzuhalten? Hat er etwa nicht die Traute, mir selbst gegenüber zu treten, der Schlappschwanz? Stattdessen schickt er jemanden wie dich? Oder hast du vielleicht viele Freunde, Denn viele Freunde zu haben, ist auch eine Stärke, ein richtiger Flex, wenn du mich fragst. Oh, du hast in der Tat viele Freunde. Hör mir gut zu. Wenn du oder einer deiner Freunde beim Spiel gewinnst, bleibt Impoleon weiterhin Zonenmeister der Strandzone. Außerdem werde ich dir einen Prismensplitter geben, okay? Zuallererst musst du aber das Spiel gewinnen. Warum macht er das? Er muss es ja eigentlich nicht tun. Du benötigst 10 Bären, um an meinem Wogenflitzen teilzunehmen, ja? Klar, kein Ding. Das ist die richtige Einstellung, hier entlang!
Surfen das Pikachu Incoming? Nee, ich glaube auch nur mit Code, oder? Ich glaube, man kann für alle Minispiele, wo Pikachu im Story-Durchlauf nicht mitspielen kann, so einen Code bekommen. Die Flaschen respawnen per Wellengang. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es nach Garados neue gibt. Schwimme so schnell du kannst ins Ziel am Ende des Wasserparcours. Mindestleistung 35 Sekunden. Okay, das könnte cool sein. Auf los schwimmst du los. Mit zwei beschleunigst du. Neige die Wii-Fernbedienung nach links oder rechts, um Kurven zu nehmen. Fahr durch die Mitte der Turboflaggen für einen sofortigen Tempo-Boost. Erblickst du Kandiwandner oder Tohaido, bist du besser auf der Hut, denn jede Kollision mit ihnen bremst dich aus. Ich dachte, wir sind Freunde! Ja, Pikachu kann nur mit Code. Okay. Sobald das Ziel erscheint, gilt es, zum Endspurt anzusetzen. Gib nochmal alles. Die besten sind Enteron, Bidifas und Barmelin. Warum eigentlich nicht Bojelin? Aber egal. Ja, von denen ist mir Barmelin eigentlich am sympathischsten. Bestleistung 26, 25 und 24. Warte, das heißt aber, mit ihm ist es am schwierigsten? Nee, oder? Ach, wir nehmen ihn einfach. Wie findest du die Steuerung? Also, vorhin hatte ich schon Probleme mit diesem Invertieren, aber hier müsste es eigentlich wieder okay sein. Gucken wir mal. Wow, wie schnell ist der? Das ist natürlich einerseits gut, aber andererseits macht das auch ein paar Probleme. Der ist zu schnell. Oh, wir sind aber gut, wir sind gut. Ja, okay, das war jetzt zu wild. Einen Turbo verpasst. Aber juckt. Der ist übelst abgegangen. Enteron ist der Beste. Ist der noch schneller oder was? Das hat Spaß gemacht. Das Spiel war ein bisschen kurz, leider. Aber es hat Spaß gemacht. Gut, das erste war auch relativ kurz, das Sprinten. Aber ich würde sagen, das ist tatsächlich mein neues Lieblingsminigame. Da hätte ich nochmal Bock, das mit einem anderen Char noch zu machen. Was erwartest du mit dem Schwanzantrieb? Ja, der hat wirklich richtig reingehauen, der Typ. Das war Motorboot-Speed. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass du in der Lage wärst, mein Spiel zu meistern. Solange sich Typen wie du und deine Freunde an meinem Spiel versuchen, wird mir nicht langweilig, selbst wenn ich nicht Zonenmeister werden sollte. Hier ist der versprochene Funkel der Prismensplitter. Hier, nimm! Jetzt haben wir ja sogar schon zwei. Eigentlich wollte ich ja nur zwei pro Stream holen. Übrigens, weshalb sammelst du eigentlich diese Prismensplitter? Hä? Mew hat dich in einem Traum drum gebeten? Ach, verstehe. Als der Pokepark in großer Gefahr schwebte, dachte ich wieder einmal nur an mich selbst. Ja, immerhin siehst du es ein. Ach, wie selbstsüchtig ich doch bin. Mir reicht, ich gebe auf. Bin die Strandzone leid, ich hab keinen Bock mehr hier. Richte das Imperator ruhig aus. Okay. Das war die weirdeste Freundschaftsschließung of all time. Aber, all good. Yay! Impoleon ist von allen am schnellsten. Boah, ich glaube, wir sind gar nicht so richtig Freunde. Der wollte mich gerade noch fressen. Ich finde es aber sehr geil, dass die Pokémon hier auch alle noch ihre richtigen Proportionen haben. Ich meine, guckt euch mal guckt euch mal Vylord an. Und vergleich den mal mit dem heutigen Vylord. Wie lächerlich klein die heutzutage aussehen. Und auch Relaxo am Anfang. Ist aber mega schwer. Ich habe beim Minispiel mit Impoleon mega Mühe gehabt. Ja, du könntest ja vielleicht nochmal Just for Fun später probieren.
Die Pikachu-Version machen wir ja wahrscheinlich so oder so dann am Ende des LPs nochmal mit den Codes. Du hast eine Hängematte als Geschenk bekommen. Und Krebskorps ist erschienen. Der hat 6 Beine, ja. Aber wie viele Flaschen gibt's denn jetzt? Oder vielmehr, wie viele Upgrades? Weil Vylord wird uns erst dann eines Blickes würdigen, wenn die alle weg sind. Aber ich finde die Idee, dass wir diese Inseln mit so Deko befüllen können, auch geilo. Das Game sieht besser aus als jedes Switch-Pokémon. Ja, true, aber halt auch nur, weil ich es auch nochmal gepimpt habe, ne? Nicht vergessen. Aber für Wii ist schon echt strong. Postgame hat ein paar mega coole Kämpfe. Mein Favo ist Groudon im Rematch. What the fuck? Du hast Blumentöpfe als Geschenk erhalten. Oh, ich glaube, wir sind fertig. Vielen Dank für deinen Beitrag zum Umweltschutz. Ja, dadurch wird ja sogar noch was Richtiges und Wichtiges gelehrt. Aha. Alter. Am Ende kriegt das Game von mir eine hohe Wertung, imagine. My Lord. Danke, dass du den Strand gereinigt hast. Ich möchte jemanden mit einem reinen Herzen, wie du es hast, zum Freund. Juhu! Warum kriege ich keine Villa, wenn ich Müll wegräume? Glaub einfach ganz fest daran, dass dir das gute Karma-Punkte einbringt. Auch wenn du es vielleicht nicht direkt am nächsten Tag merkst. Krebskorn! Ahoi! Leben kann ich überall, doch im Schmutz auf keinen Fall! Ahoi! Lass uns kämpfen! Ahoi, bist bereit? Yes! Schöner Reim von ihm. Oh, ist der auch besiegt, wenn den ins Wasser donnert? Na gut, wir werden es jetzt nicht mehr rausfinden. Denn er ist sowieso down. War vor drei Wochen in Japan. Wie war's? Ahoi, das war lustig. Du kannst mein Freund sein. Ich werde allen von dir berichten. Alle Krebskorps des Pokeparks sind von nun an deine Freunde. Ultra-Hype. Okay. Ich glaube, dann müssen wir jetzt nur noch Impergator überzeugen, den Zertrümmerer einzusetzen. Und dann sind wir hier auch schon fertig, oder? Hat Garados es begriffen? Er mag zwar eigensinnig und ungeduldig sein, aber eigentlich ist er doch ganz nett. Naja, geht so. Als er eines Tages davon zu prahlen begann, dass er der nächste Zonenmeister werde, dachte ich schon, er hätte etwas Schlechtes gegessen. Aber jetzt ist alles wieder im Lot. Als Dank für deine Hilfe zermalm ich den Felsen für dich. Geh beiseite, es ist nicht ganz ungefährlich. Sogar mit Sequenz. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass der so Zertrümmerer einsetzt. Mega geil. Also es ist schon wirklich Mühe auch in das Spiel geflossen. Blinfa. Oh, Blinfa. Pikachu. Ich dachte, ich hätte ein lautes Geräusch gehört. Ausgezeichnet, Impergator hat den Felsen für dich zertrümmert. Hä? Was ist das? Lapras! Ah, ich hab euch noch nie gesehen. Das dort ist ein Heißluftballon, mit dem man durch die Lüfte fliegen kann. Jetzt ist er aber luftleer und kann nicht verwendet werden. Phänomenal! Ein Fortbewegungsmittel für die Lüfte!
Ich würde diesen Heißluftballon für dich zum Treffpunkt schaffen und reparieren. Wenn er erst wieder flugtauglich ist, wird er dir bei der Suche nach Glumanda und beim Einsammeln der Prismensplitter von großem Nutzen sein. Ich allein kann diesen Heißluftballon aber unmöglich tragen, weshalb ich jemanden Stärkeren finden muss, der mir dabei helfen kann. Du gehst jetzt in die Eiszone, ne? Pass auf dich auf, bis später! Warte mal. Können wir denjenigen schon holen, der stark genug ist, oder noch nicht? Und ich glaube, es wäre besser, wenn wir jetzt noch ganz kurz unsere KP erhöhen beim Treffpunkt. Außerdem möchte ich sicherstellen, dass wir hier auch wirklich alles haben. Was sagt denn der Dex? Der sagt, die 31 fehlt. Kann mal bitte kurz jemand nachschauen, wer die 31 ist? Weil wir haben denjenigen bestimmt nur übersehen. Oder? Da fehlen ja doch noch einige. Was habe ich falsch gemacht, Chat? Warum? Oder kommen die aus irgendeinem Grund erst später? Vielleicht spawnen ja noch welche, wenn wir kurz rausgehen. War das nicht bei der grünen Zone auch so? Nochmal mit Impergator reden, bitte. Kann ich dann machen, ja? Die 31 ist Bisaflor, das geht ja später. Achso, aber die zwei anderen da? Bisaflor ist ein 31er. Die anderen zwei, die müssten doch aber gehen, oder nicht? Wer erhöht denn meine KP? Ach, Bidifas, stimmt. Hat er sogar gesagt, ne? Bidifas. Du und Bidiza, ihr scheint ja ziemlich gute Freunde zu sein. Gefällt's dich im Pokepark? Wenn du an all den Wettstreiten teilnehmen willst, brauchst du vor allem Energie, stimmt doch, hä? Wenn du mehr Energie benötigst, trainiere ich gern. 350 Perlen, oder was meinst du? Okay. Ja, dann los! Nun, bist du ein Pokémon von Rang. Dafür gibt's einen Energiebonus. Deine Energie wurde erhöht! Ultra-Hype. Eins davon ist auch Lapras. Die anderen sind dann in der Eiszone. Denkst du? Nee, ich glaube nicht, dass das gemischt wird. Haben wir auch wirklich niemanden übersehen? Impergator auf jeden Fall ansprechen. Ja, okay, mache ich. Vielleicht kommt dann sogar noch jemand. Ja, das kann sein. Okay, dann machen wir erstmal Impergator. Vielleicht klärt sich die Sache dann schon. Und Lapras geht auch erst später, oder? Wusstest du eigentlich, dass Bisaflor, Empoleon und Logok einst gut befreundet waren? Aber echte Freunde werden sich auch nach einem so heftigen Streit wieder versöhnen. So wie Garados und ich. Willst du kämpfen? Gut, dass ich meine KP erhöht habe. Okay. Der hat doch safe mindestens 4. Ja, hat er. Oh, shit. Gut ausgewichen, Pikachu. Nice. Oh, den führen wir vor. Let's go. Einfach Pro-Gamer. Ab 58 ist Eiszone. Ja, dann ist das kurios. Du siehst immer so entspannt aus, aber wehe deinen Gegnern, wenn der Kampf beginnt. Das gefällt mir. Du kannst mein Freund sein. Geil!
Warum nutzt du nicht Triftzeppeli? Na, in dem Fall hätte es jetzt keinen Sinn gemacht. Der ist da hinten und, naja, der Treffpunkt ist da vorne. Also zwischen Zonenreisen macht Sinn, aber zum Treffpunkt eher nicht. So, es ist niemand Neues gespawnt, dann würde ich doch tatsächlich sagen, dass wir gehen, weil ich keine Ahnung habe, wer die 42, wobei das, ist das dann Lapras? Aber wer ist die 54, Mann? Scheiße, Mann. Kann man das, vielleicht finde ich das kurz online raus. Pokepark, Wii, Pokémon-Liste. Alles klar, da habe ich doch eine Liste. Welche Nummer war es nochmal? Sorry, ich bin so dumm. Kann mir das nicht merken. Es war die 42. Das ist aber wahrscheinlich Lapras. Ja, das ist Lapras. Das steht jetzt nicht dabei, wie man den bekommt. Wichtig ist aber die 54. Turtok? Strandzone und Steinzone. Ah, der ist tatsächlich... Der kommt erst später, steht hier. Ja, ist... Okay, gut. Dann haben wir alles richtig gemacht. All good! Stand jetzt haben wir alles. Auf in die Eiszone! Im Chat stand, die nächsten Zonen werden mir auch sehr gefallen. We will see. Du möchtest Impoleon treffen? Nun, ich kann dich zwar bis zur Eiszone mitnehmen, aber ob du ihm dort begegnen kannst, weiß ich nicht. Impoleon ist momentan recht verschlossen und lebt sehr zurückgezogen. Das beleidigt wahrscheinlich. Aber wenn es nur das wäre, mir scheint, als sei der einzige Zusammenhalt unter den Pokémon in letzter Zeit Zwietracht und Eigensinnigkeit gewichen. Hast du vielleicht eine Idee? Ja, das stimmt leider. Aber ich kümmere mich drum. Ich klär den Beef. Kein Problem. Spring einfach auf. Ey, so schöne Sequenzen. Warum kriegen wir das nicht im Main Game? Oha! Willkommen in der Eiszone. Hoffentlich gelingt es dir, Impoleon zu begegnen. Er befindet sich auf der anderen Seite des Tores am oberen Ende des mittleren Anstiegs. Richte ihm schöne Grüße von mir aus, wenn du ihn triffst. Sprich mich einfach an, wenn du in die Strandzone zurückkehren möchtest. Eine erneute Fahrt über das Meer mit dir wird sicherlich auch das Band unserer Freundschaft stärken. Jo, also das sieht wirklich ultra geil aus. Dem Sternenhimmel und den Polarlichtern, holy fuck. Alter, vergleich das mal mit Pokémon Purpur. Oder Legenden Arceus. Fuck, was ist bitte passiert, dass wir so abgestürzt sind? Das ist nicht nur doppelt besser, das ist fünffach besser. Oh mein Gott. Crazy. C-Mobs, willkommen. An solch kalten Orten fällt es einem leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber hast du schon von der Magmazone hier im Pokepark gehört? Da gerät man ja schon in Schwitzen, wenn man den Namen bloß hört. Ja, du solltest dich da nicht unbedingt aufhalten. Auch wenn du noch Wassertyp hast. Oh, du möchtest Fangen mit mir spielen? Ja, ich kenne das Gebiet zwar noch nicht, aber lass machen. Lass uns anfangen.
Ey, das muss so auf der Switch 2 aussehen. In noch knackiger und noch bisschen besseren Texturen. Aber sowas ist wirklich jetzt langsam ein Muss. Wir können uns so eine Scheiße, wie wir auf der Switch aktuell bekommen haben, nicht nochmal gönnen. Oder akzeptieren. Das geht einfach nicht mehr. Junge, das Game wird einfach von einem... Die ganze Switch-Ära wird einfach von einem Wii-Game zerstört. Das war ganz schön anstrengend. Aber mit dir zu spielen war eine Riesen-Gaudi. Lass uns Freunde sein. Ruf mich, wenn ich dir bei einem Spiel behilflich sein kann. Bis denn. Ehrenbruder. So, aber hier ist es schon ein bisschen kleiner, oder? Ist die Strandzone. Ja, mal sehen. Die Eiszone, die kalte Heimat des Polarlichts. Ja, ich seh's. Ich bin beeindruckt. Sehr heftig. Damn. Krass, dass das Game 2010 erschienen ist. Ja, echt so. So ein Downgrade mittlerweile. Ja. Aber übelst. Benutzt mal Donnerblitz beim Fangen. Oh, geht das? Okay. Na? Hast du dich schon mit Lapras kurz geschlossen? Wenn du zu Impoleon willst, musst du den Hügel in der Mitte der Eiszone hinauf und an Keifel, dem Torwächter, vorbei. Hier gibt's nur ein Minispiel. Oh, dann ist die Map wahrscheinlich wirklich ein bisschen kleiner. Also genießen wir es, weil das hier ist wirklich Next Level. Eindeutig die schönste Zone und die anderen beiden waren auch schon sehr schön. Octillery, was geht? Octillery. Was eine Stimme. Ich bin hergekommen, weil ich mit allen hier spielen wollte. Du, wusstest du zum Beispiel, dass alle Octillery des Pokeparks mit dir befreundet sein werden, wenn du mit mir Freundschaft schließt? Genauso verhält es sich auch bei Seemobs und Teddy Ursa und allen übrigen Arten. Bist du mit einem befreundet, so gewinnst du alle Pokémon der entsprechenden Art als Freunde hinzu. Willst du nicht kämpfen, wo du nun mal hier bist? Okay. Außer New Pokémon Snap. Ja, true. Das stimmt. Das war wirklich optisch sehr, sehr schön. Verstehe. Das wird ein schönes Andenken. Aber das hier ist trotzdem schärfer als New Pokémon Snap. Aber klar, die Texturen sind nochmal besser in dem Game. Ich würde gern mal New Pokémon Snap den 4K sehen. Das muss ja auch brutal gut aussehen. Pokepark 2 nochmal so viel besser. Nee, Finn. Nee. Einfach nein. Der erste Teil ist wirklich besser und chilliger. Der zweite hat vielleicht eine bessere Story. Wobei das jetzt ein bisschen zu früh ist, das zu bewerten. Aber so vom Aufbau, vom Gameplay her, laut meiner Erinnerung, ist es schon ewig her, würde ich schon sagen, dass das besser ist. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Bin echt froh, in den Pokepark gekommen zu sein. Hier bleibe ich. Immerhin bist du nun mein Freund. In der Tat. Also die meisten finden ja auch den ersten besser. Ich habe auch nachgeguckt. Der zweite hat sich nochmal schlechter verkauft. Hat halt nur, ich glaube, 0,75 Mio. Ja, ist keine Katastrophe, aber für die Wii halt schon sehr wenig. Es ist aber auch wirklich gegen Ende der Wii-Ära erschienen. Das Spiel ja eigentlich auch schon. Wobei, na, nee, bei dem nicht unbedingt. Aber Dimension der Wünsche schon. Da muss man auch echt sagen, also... Das ist etwas, was bei der Switch deutlich besser läuft. Die hat eine hohe Userbase und auch immer eigentlich sehr starke Verkaufszahlen bei der Software. Das konnte die Wii tatsächlich nicht halten. Sprich, die haben halt schon sehr, sehr viele Casuals gekauft, die dann aber auch nur ein, zwei Spiele gehabt haben, sowas wie Wii Sports oder so.
aber dann halt nicht Pokémon, Mario und Zelda gekauft haben. Die Sales sind wirklich deutlich besser bei der Switch. Von der Software. Ach, da ist der Bruder schon. Kirlia. Daddy Ursa ist auch noch da. Wo denn? Oh. Die spricht mich sogar an. Je mehr man den Eisbaum schmückt, desto schöner wird er. Möchte das denn niemand tun? Ah, hier kommt diese... Ah, hi. Hier kommt diese Eisklötze hin wahrscheinlich. Ja, Botogel, mit dir sprechen wir später. Ich hoffe, das kommt für die Switch. Pokepark 3. Ja, wäre schon cool, aber ich glaub nicht dran. Was war das? Warum spielt hier so eine besondere Musik? Ist das ein Pokémon? Und wie zum Teufel kommt man zu dieser Eishöhle? Ach, da ist Teddy Ursa. Den habe ich ja voll übersehen. Warte mal, liege ich dann überhaupt richtig? Muss ich die Eisklötze darüber bringen? Weil es ist schon ein bisschen weit weg. Glaciola ist auch bei Kirlia. Ja, da schaue ich mich später noch um. Da war auch die Weiterentwicklung von Plinfer. Liprin. MK8 Deluxe, 60 Millionen, schon heftig. Ja, aber es ist auch wirklich übertrieben viel. Also das verstehe ich gar nicht. Klar, die Wii U war ein Gigaflop, aber 60 Millionen, das ist, also, ja. Das ist ja knapp 50% der Switch-Besitzer. Einfach krank. Und das ist halt leider auch der Grund, warum wir keinen Mario Kart 9 auf der Switch bekommen haben. Klar, für Nintendo ist es chillig, weil die haben einfach das Wii U-Spiel genommen, bisschen die Auflösung verbessert und ein paar Änderungen reingemacht und dann auf den Markt geknallt, endlos viel Sales abgestaubt und dann halt zumindest noch, nein, musst du nicht, scheiße. Und dann noch die, den Erweiterungspass. Weil sie dann selber gemerkt haben, oha, jetzt wird langsam ein bisschen lächerlich. Die Eisblöcke musst du einem Pokémon bringen. Ja, verdammt. Dann weiß ich es nicht. Dann machen wir mit Botogel weiter. Also, wenn du ein Freund von Seemaus bist, dann gebe ich dir ein Geschenk. Möge dein Charme wie ein geschliffener Edelstein strahlen. So gehe damit zum Eisbaum und prüfe ihn. Als ob wir das von ihm bekommen. Shiki, my boy. Was geht, Bruder? Ich liebe dich. Wo bist du? Da bist du. Komm her. Kuscheln. Shiki, Shiki. Das heißt, dir sei die Versöhnung von Garados und Impagator zu verdanken. Stimmt das? Und das, obwohl du doch kaum größer bist als ich. Das ist ja kaum zu fassen. Hey, lass kämpfen, Digga. Nun gut. Lass uns gleich anfangen. Shiki, Shiki. Du hast keine Chance, Alter. Was ist deine Meinung zum Booster Pass? Ja, war gut. Vor allem auch für den Preis. Einer der seltenen guten Preis-Leistungs-Verhältnisse von Nintendo. Aber nichtsdestotrotz, ich will endlich Mario Kart 9. Ist gut jetzt. Also ich erwarte wirklich, dass im ersten Jahr der Switch 2 Mario Kart 9 erscheint. Und wenn Nintendo nicht anders dämlich ist, dann haben die das auch schon lange so vorbereitet, weil du könntest ja so versuchen, diesen kranken Erfolg, den sie mit Mario Kart 8 hatten, zu wiederholen. Weil Mario Kart 8 Deluxe kam auch am Anfang von der Switch. Also wenn die nicht dumm sind, versuchen sie einfach alles zu kopieren, was sie damals richtig gemacht haben. 3D Mario im ersten Jahr, am besten schon direkt zum Launch. Mario Kart im ersten Jahr und neues Pokémon-Spiel Ende des Jahres. Bam. Dann ist ein Erfolg. Wenn die dann kein Erfolg ist, dann habe ich keine Ahnung von gar nichts und werde meinen Kanal schließen. Aber ja, wir werden sehen, was passiert. Du bist so stark wie erwartet. Shiki, Shiki, lass uns Freunde sein. Wir können viele Freunde finden. Wollen wir bald wieder spielen, Shiki?
Das Einzige, was anders sein wird, ist kein Zelda am Anfang, weil das geht halt einfach nicht. Wie soll das funktionieren, wenn TOTK letztes Jahr rauskam? Aber ja, ich denke, es ist nicht so wild. Wenn du Mario mit Zelda tauscht, das wird ungefähr denselben Effekt haben. Ja, und dann kommt halt im zweiten Jahr vielleicht ein Zelda Remake, OOT vielleicht, OOT 4K. Und dann nach 3-4 Jahren das nächste Mainline Zelda und dann schmeckt das schon ganz köstlich. Moment, ist der Baum jetzt fertig? Oder nicht? Nein. Kurz den Spawn aktivieren. Ich brauche noch Zelda. Ja, aber wir müssen auch alle lernen, es geht halt nicht alles gleichzeitig. Und es braucht auch eine gewisse Strategie. Du kannst nicht alles gleichzeitig raushauen. So eine Konsole soll ja 7 Jahre ungefähr leben. Und wenn du dann alles am Anfang raushaust, dann... ja, fühlst du den Rest bitte. Deswegen, wir haben jetzt 3D Mario 7 Jahre nicht gehabt. Ja, Odyssey ist wirklich schon so alt. Das zum Launch, bam. Mario Kart, auch 7 Jahre nicht gehabt. Bam, rausknallen. Nein, will ich nicht. Pokémon kommt eh jedes Jahr. Ja, dann hast du doch schon mal ein stabiles erstes Jahr. Oh, ist das stabil. Glaziola. Glaziola, du hast aber viele Freunde. Das Band der Freundschaft glitzert so wunderschön wie Schneekristalle. Mitunter ist es aber auch so vergänglich wie jene weiße Pracht, die in der Sonne dahinschmelzt. Doch die Erinnerung daran bleibt dein kostbarer Besitz. Hui, jetzt geht's mir doch gleich viel besser. Bock auf einen Wettstreit? Lass uns Fang spielen. Bist du bereit? Lass uns anfangen. Ob mir mein Speedboost hier was bringt? Also Maxi... Boah, das ist Blizzard ein. Oder Pulverschnee. Nee, Pulverschnee ist es. Ja doch, der Boost bringt mir was. Aber ich glaube nur in dieser Zone. Ja, hat tatsächlich sehr gemeldet sogar. Ich glaube aber ab Zone 4 werden die mitgelevelt haben. Du hast mich erwischt. Solch einen guten Gegner habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lass uns Freunde sein. Wollen wir bald wieder spielen? Ich bin nämlich sehr ehrgeizig und werde auf Gedeih und Verderb alles dran setzen, dich beim nächsten Mal zu schlagen. Aufpassen, Glaziola ist brutal schnell. Ich bin noch schneller. Wobei mich der Pulverschnee auch irgendwie gar nicht so richtig aufgehalten hat. Ich weiß nicht, woran das lag. Hebel für den Sessellift. Sprinte gegen den Hebel und setz so den Sessellift in Bewegung. Nähere dich dem Sessellift und prüfe ihn, um einzusteigen. Was? Reden wir erstmal mit Plipprin. Was hat der für eine Stimme? Plipprin. Okay. Plipprin! Empoleon hat mir die Aufsicht über diesen Sessellift anvertraut. Kann ich leider nicht durchlassen hier. Wieso denn, Spaß? Plipprin! Plipprin! Ah, gut. Plipprin. Vergisst ja die Ursache nicht. Jo, aber was ist denn jetzt mit dem Baum? Wie kann ich den weiterschmücken? Kriegt man noch Plipprin mehr Geschenke von dem? Echt? Ach so! Ey, wenn du ein Freund von Shiggy bist, dann gebe ich dir noch was. Möge die Saat, die du ausgesät hast, bald reiche Frucht tragen. So, geh damit zum Eisbaum und prüfe ihn. Ah, ja. Ja, okay, die Glocken sehen so ein bisschen off aus. Kusilla, Für Glaziola habe ich damals fast 2 Stunden gebraucht, du first tryst den einfach. Hä, was? Hatte ich da jetzt so krank Glück? Weil ich fand das ultra easy. Lol. Ich bin mit meinen Freunden hier, um den Eisbaum anzuschauen und viele Fotos zu schießen. Könnte Empoleon doch nur hier sein. Lass uns kämpfen. Das kam unerwartet. Dachte eher verstecken. Super. Lass uns anfangen. Vielleicht ist das Ding ja ultra strong. Oh. Gar nicht so schlecht.
Lüll. Botugil gibt immer mal wieder was, je nach Fortschritt. Ja, hab's gemerkt. Wahrscheinlich jetzt nach Kussela auch wieder. Du bist vielleicht stark. Lass uns Freunde sein. Gerne. Dann... auf zu Botugil. Hashi, Ramatte, Stark und Timekeeper, danke für die Mitgliedschaften. Glaziola fand ich aber auch nicht so schwer wie die anderen Evolis. Also Glaziola war, weiß nicht, ob er Glück hatte, aber das Einfachste irgendwie. Glaziola sprüht Eiswolken, in die man sehr schnell reinrennen kann und es ist schwer auszuweichen. Aber irgendwie hat mich das gar nicht gejuckt, ich konnte da durchspeeden. Also, wenn du ein Freund von Kussela bist, dann gebe ich dir ein Geschenk. Hier, guck. Was ist es diesmal? Lichter? Eine Lichterkette? Irgendwie sah der Baum am Anfang noch am besten aus. Sneebel, Sneebel ist krass. Wo ist der denn? Nicht hier? Moment, ist der Baum dann fertig? Nee. Liebe, wo bist du? Aber warte, man hat den See gesehen, ne? Mit dem Mammutl. Off Topic, ist was zu Yoshi's Island DS geplant. Ich find's mega schwer und hatte gehofft, du hast da Pro-Gameplay zu. Ich habe das nie gespielt, weil das nicht in Ansätzen so gut aussah wie das Original Yoshi's Island. Und ich glaube, es ist auch nicht wirklich gut. Das, glaube ich, wird mal Let's Showed, aber mehr ist da nicht drin. Die Eiszone ist wahrlich bezaubernd. Und erst dieser prächtige Eisbaum. Hör mal, mit Logok aus der Magmazone ist nicht gut Kirschen essen, wusstest du das? Er duldet einfach keinen Schabernack. Ein Grund mehr für mich, die Magmazone zu meiden. Hast du Bock zu fangen und zu spielen? Ich saus dann mal davon. Oh, Sneebel ist bestimmt schnell. Gut, dass wir den Boost haben. Ja. Ohne Boost wäre es schwierig. Oh, aber... oh, jo, die Kurve krank genommen. Pikachu geht ab. Wie auf der Rennstrecke. Du bist sehr gut. Du kannst mein Freund sein. Vergiss nicht, mich zu einem Spiel zu rufen, bei dem ich glänzen kann. Ja, ich glaube, du könntest hier bei Keifel helfen, oder? Aller Wahrscheinlichkeit nach. Die Schleifen am Baum passen gar nicht. Ja, ich finde die Glocken auch schon wack. Es wird immer schlimmer. Okay. Jetzt müssen wir auf einmal mit Teddy Ursa befreundet sein und nicht mit Sneebel. Spidey, danke für eine Münze. Teddy Ursa war vorhin hier. Wieso ist er jetzt nicht mehr? Ach doch, da. Teddy Ursa! Was DJ ist wunderschön, anmutig und kampfstark zugleich. Wenn ich doch nur wie sie sein könnte. Lass uns fangen spielen. Ich düse davon. Versuch nur, mich zu fangen. Steuerung ist auch nicht so gut. Bei Yoshi's Island, der ist. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie süß sich einfach Seemobs fortbewegt. Du hast gewonnen. Lass uns Freunde sein. So, ab jetzt sind alle Teddy Ursa im Pokepark deine Freunde. Spiel aber bitte weiterhin mit meinen Geschwistern, wenn du magst. Nee, ich werde die ignorieren. Wie kommt man zu dem Mammutl, ey?
Dun, 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 dun. Ich hoffe, der Baum ist jetzt fertig. Habt ihr Octillery gesehen? Was ist mit dem los? Flipprin. Okay. Flipprin. Portugal. Ja, du bist ein Freund der Tadiosa? Nice. Hier ein Geschenk. Flipprin. Damit dürfte der Baum jetzt aber ausreichend geschmückt sein. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute auf deinem weiteren Weg. Gib dir Mühe, auch weiterhin viele Freundschaften zu schließen. Warte mal, sind wir jetzt keine Freunde mit dem? Wieso? Oder wurden wir schon am Anfang Freunde mit von dem? Ja, okay, das Licht sieht wieder ganz gut aus, eigentlich. Der geschmückte Eisbaum ist so schön, um wahr zu sein. Traumhaft. Das verdanken wir dir allein. Bitte sei mein Freund. Gern. So. Der See wird später gefroren. Achso, okay. Moment, dann können wir doch jetzt aber auch hier weiter. Oder? Weil der hat doch wegen dem Baum rumgeheult. Impoleon hat mir die Aufsicht über diesen Sesslift anvertraut, aber du darfst nicht. Flipprin. Ja, gut, okay. Dann gehen wir zu Keifel, weil ich glaube, wir müssen in der Story weitermachen. Es wird auf jeden Fall nicht schaden. Keifel, Keifel! Welch seltener Anblick! Ja, Impoleon befindet sich hinter diesem Tor, aber... Er hat es in Eis gehüllt und so lässt es sich nicht mehr öffnen. Ein Kraftprotz wie Marmutel könnte es mit links aufbekommen, doch Impoleon hat ihn nach einem Streit leider in einen Eiswürfel verwandelt. Junge, was geht eigentlich? Du findest Marmutel jenseits des Sees. Könntest du ihn nicht aus seiner misslichen Lage befreien? Geh einfach den rechten Steilweg des dreifach gegabelten Weges hinunter, um zum See zu gelangen. Ich zähl auf dich. Ja, aber ich komme doch da nicht hin. Andere Musik? Oder was war das gerade? Man hört ab und zu mal so eine komische Musik. Das muss doch ein Pokémon sein. Doch, du kannst dich noch mit Portugal anfreunden. Aber warte mal. Tadiosa steht jetzt hier. Tadiosa! Kannst du ihn sehen? Dort drüben, jenseits des Sees, befindet sich der zu Eis erstarrte Marmutel. Oh, kannst du ihm etwa helfen? Wäre der See zugefroren, könntest du mit links dorthin gelangen. Für Frostage dürfte es ein leichtes sein, den See gefrieren zu lassen. Ja, und wo... Ah... Dann gehen wir erstmal zur Finontor. Finontor. Wo mag Frostige denn nur stecken? Weshalb ich frage? Nun, sie hat sich scheinbar in Luft aufgelöst. Zuvor hat sie mir noch gesagt, dass sie nicht mit mir zusammen sein möchte. RIP. Ich möchte sie daher mit einem Iglu überraschen. Könntest du mir vielleicht dabei helfen, es zu bauen, indem du mir Eisblöcke bringst? Ich habe zwar schon einige selbst besorgt, aber ich benötige mehr. Liegen in deiner Nähe nicht welche rum? Ah, dafür sind die also. Okay. Ich warte drauf, dass du in die Magmazone kommst. Bin auch sehr gespannt auf die Lava, ja. Aber der Arme... Tut mir voll leid, ey. Du bist mein Retter in der Not. Tausend Dank. Wie hat er bitte jetzt aus einem Eisklotz so ein riesiges Igel gebaut? Um weiterzubauen, benötige ich noch zwei weitere Eisblöcke. Kannst du mir die bringen? Hi.
Den besiegen wir später. Das ist eine süße Story. Ja, ich hoffe mal auf ein Happy End. Hast du einen Lieblingsstarter of all time? Meins wäre Quajutsu. Ja, ich bin da leider Gen 1er. Lurak. Du bist wirklich eine große Hilfe. Jetzt kann ich weiterbauen. Für die Kinder später, oder was? Und, was meinst du? Sieht doch ziemlich gut aus, oder? Benötige noch einen Eisblock, um das Iglo fertigzustellen. Jo, wo kommen die alle her auf einmal? Er hatte ja schon Eisblöcke. So, die hat man nicht gesehen, aber stimmt. Ihm hat eigentlich nur eins gefehlt. Genauso wie uns jetzt eins fehlt. Wo ist das letzte? Müsste aber auch hier rumliegen eigentlich. Ah, da. Die Magmazone ist auch recht klein. Hey, nicht einpennen, arbeiten. Oh, wunderbar. Jetzt kann ich das Iglo fertigstellen. Top! Juhu, das Iglo ist fertig. Sieht doch klasse aus, ne? Aber vielen lieben Dank für deine Hilfe. Um ehrlich zu sein, ich habe eben gerüchteweise von den Wingull gehört, dass sie Frostige unten beim Sessellift gesehen hätten. Könntest du da bitte mal nachschauen für mich? Und sie zur Rückkehr bewegen, falls du sie antreffen solltest? Haben die denn bitte schon für einen komischen Streit gehabt? Schade, dass es das Game nicht für die Switch gibt. Aber es wurde nochmal wieder veröffentlicht für die Wii U. Weiß aber nicht, kann man das noch runterladen? Ich glaube schon, oder? Allerdings wird Wii U Online und 3DS Online Support jetzt bald eingestellt, hat Nintendo heute bekannt gegeben. RIP. Empoleon hat mir die Aufsicht über diesen Sessellift anvertraut. Ich kann dich leider nicht einsteigen lassen. Du willst also unbedingt mit dem Sessellift fahren, hä? Habe ich überhaupt eine Wahl? Lass uns kämpfen. Solltest du gewinnen, darfst du den Sessellift benutzen. Ich geb's dir. Wohlan, dann zeige mir doch mal, was du so kannst. Speichern? Ja, mach ich gleich. Wenn wir ihn besiegt haben. Ja. Wasserdüse! Aber dafür bist du ziemlich langsam. Doch eigentlich eine Prio-Attacke. Oh, der hat zwei Moves drauf. Ey, dieser Ausweicher ist aber... Kann man den verbessern? Nein, der Wii U eShop ist bereits dicht. Digga, was geht mit Nintendo, ey? L. Oje, da habe ich wohl nicht aufgepasst. Sonst hätte ich doch nie im Leben verloren. Aber versprochen ist versprochen, du kannst den Sessellift jetzt benutzen. Ich glaube... Und lange nicht mehr solch ein strahlendes Lächeln wie das deine gesehen zu haben. Freust du dich denn so sehr, den Lift benutzen zu dürfen, oder was? Nein? Also hast du einfach nur Spaß bereitet, mit mir zu spielen? Aber egal, du hast eindeutig gewonnen. Mir scheint, du könntest selbst Empoleon zur Umkehr bewegen. Ich geb mein Bestes. Wenn du den Wenn du den Sessellift zum Laufen bringen möchtest, brauchst du bloß einmal mit Schmackes gegen den Nebel zu sprinten. Prüfe den Sessellift, um damit fahren zu können. Es gibt einen Ausweicher im Game? Ja, zweimal in eine Richtung tippen. Aber der geht halt wirklich nur... bei ganz kleinen Pokémon. Wollte ich natürlich nicht beenden. Sorry. Du kannst es nicht verbessern. Schade. Seemops.
Auf dem Schild neben dem Lift ist Pikachu im Lift abgebildet. Blipprin. Hier nur Blipprin. Ach, hier. Ja. Das Blipprin. Werden wir jetzt auch machen. Hä? Oder wie geht das? Blipprin. Ach so, den Hebel soll ich treffen, ne? Moment, wo ist der Hebel? Blipprin. Ah ja. Ey, das erinnert mich an den Film, den ich letztens gesehen habe. Frozen, glaube ich, heißt der. War jetzt nicht der allerbeste, aber da sind auch so welche auf zum Skifahren gefahren und dann wurden die vergessen und mussten die ganze Nacht da ausharren. Sind natürlich halb erfroren und es gab Wölfe. Einer wurde beide wurden zerfetzt. Na gut, ich will nicht spoilern. Auf jeden Fall belastend. Na, sprechen wir als letztes mit Frostege. Machen wir erstmal die ganzen anderen Dullis. Morlord. Das Polarlicht ist von fesselnder Schönheit. Oh, mein Magen knurrt. Bring mir bitte eine große Beere. Solltest du sie schon jemand anderem gegeben haben, dann verhungere ich. Oh. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Aber warum bist du nicht fähig, sie dir selber zu holen? Lift ohne Bügel sind sicher, auch alle TÜV geprüft. Ja, Missgeschicke passieren immer wieder mal. Ey, die sollen aufhören, Fangen zu spielen. Ich sollte dich doch ernähren. Meine Fresse. Dann kriegt er es halt. Warlord. Eine große Beere. Für mich, dankeschön. Lass uns Freunde sein. Wäre auch übelst assi, wenn du jetzt nicht mein Freund sein möchtest. Ich meine, ich habe dich gerade ernährt und dein Leben gesichert. Ach, mit den anderen sind wir aber tatsächlich schon befreundet, oder? Ich glaube, da ist sonst kein neuer dabei. Nee. Okay, dann auf zu Frostige. Wie bitte? Ich soll mir das Iglu anschauen, das Venontor gebaut hat? Er überrascht einen doch immer wieder aufs Neue. Warum kommt er mich denn nicht persönlich abholen? Wie bitte? Das ist ihm zu anstrengend? Warum haben wir das jetzt so gesagt? Also echt, dieser Venontor. Gut, wenn du mich im Kampf besiegst, tue ich ihm den Gefallen und kehre zurück. Bist du bereit? Lass uns anfangen zu kämpfen. Ha, dann zeig mal, was du so kannst. Sind wir jetzt nicht übelst 31er gegenüber Venontor? Weil wir haben ihn jetzt eigentlich voll schlecht dargestellt. Krebskorps haben wir schon, ja. Ich denke schon. Doch. Haben wir. Du bist ja viel zu lahm. Aber trotzdem, diese neuen Kämpfe machen schon Spaß. Ist einfach was ganz anderes. Ich hab verloren. Du bist wirklich stark. Ich soll zu Venontor zurück, ja? Okay, einverstanden. Aber das hätte ich früher oder später auch von mir aus getan. Aber es freut mich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Lass uns Freunde sein. Ach so, dass du es bis hierher geschafft hast, bedeutet ja, dass du Blipprin besiegt hast, oder? Der wird jetzt bestimmt vor Wut schäumen. Lass uns bald wieder kämpfen. Ja, der war nicht so nett. So, dann kehre ich jetzt zurück. Komm bald wieder zum Spielen vorbei. Wenn es hier immer so schön aussieht, dann gerne. X-Brox, danke für 5 Münzen. Wollte mich bedanken, dass in letzter Zeit wieder so krasse, nostalgische Banger kommen. Mach weiter so coole Sachen. I try, danke dir. Krebskorps gab es schon in der Strandzone, genau.
Warum sind wir unter 1000 Likes? Keine Ahnung. Können wir ändern. Ich kann das nicht ändern. Hier kommt halt wirklich immer so ein besonderer Sound. Komisch. In Pokepark 2 ist das Kämpfen besser. War das nicht genauso? Ich soll den See für dich gefrieren lassen? Nichts leichter als das. Ich lege sofort los. Ich soll also diesen See gefrieren lassen, stimmt's? Los geht's. Gut, dass es diesen Move im Kampf nicht genutzt hat. Mag Pikachu eigentlich gar nicht so sehr, aber hier ist er übelst cute. So, nun kannst du dich zu Mammutl begeben. Was? Wie man den gefrorenen Mammutl auftauen kann, möchtest du wissen? Habe Vertrauen in deine Stärke und renn einfach mehrmals kräftig gegen ihn. Okay. Ja, stimmt, wir müssen noch Ursaring machen. Und gab's nicht noch Rasaf? Die zwei fehlen auf jeden Fall noch. Aber wie kann man ein Eis-Pokémon einfrieren? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Mammutl ist aufgetaucht. Mammutl! Haha! Du hast mich gerettet! Vielen, vielen Dank! Was sagst du da? Das Tor lässt sich nicht mehr öffnen, weil Impoleon es hat einfrieren lassen. Das überlasse nur mir. Mit dem Tor werde ich spielen fertig. Ein Stoß genügt. King. Hier entlang geht es zu Impoleon. Gib dein Bestes, versprochen. Was? Ob ich böse auf Impoleon bin, weil er mich in einen Eiswürfel verwandelt hat? Hahaha, unterschätzt mich ja nicht. Impoleon und ich haben unsere eigenen Ansichten in manchen Angelegenheiten. Nicht mehr und nicht weniger. Hä? Müsste ja nicht eigentlich insane aggro auf den sein? Der tut ja so, als wenn er ihm nur so einen Klatscher auf den Arsch gegeben hätte oder so. Aber der hat ihn einfach eingefroren und von allen anderen getrennt. Einfach hier in die Höhle gesperrt. Schon krass, oder? Komm her, Rasaf. Rasaf! Hey, du! Hast du Lust auf einen Wettstreit? Du wirst auch sicherlich einen Kampf mit mir wagen, oder? Mhm. Sehr schön. Zeig mir, was du kannst. Ja, das ist ein Kampf-Pokémon. Der wird wahrscheinlich voll drauf gehen. Oh, sogar mit Zielsuchfunktion. Also, ja. Müssen wir aufpassen. Ja, da können wir ihn auch nicht mehr in den See stoßen, weil der ist ja jetzt gefroren. Boah. Glück gehabt, dass er mich jetzt nicht getroffen hat. Das war nur Winterschlaf für ihn. Genau. Du bist wirklich gut. Bist du Pikachu von dem Mankey aus der Grünzone? Bist du das Pikachu, von dem das Mankey aus der Grünzone so viel erzählt hat? Sei bitte mein Freund. Lass uns bald wieder kämpfen. Yeah. Mammutl kämpft noch mit dir. Aber erst nach der Story, oder? Auf jeden Fall machen wir noch Ursaring, der safe auch kämpfen will. Irgendwie gab es hier kaum Verstecken. Schade. Ich wollte in der heißen Quelle in der Höhlenzone baden, aber hatte die Ursache bestand darauf, im Schnee herumzutollen. Mir liegen diese kalten Gefilde nicht, aber netterweise erlaubte mir Fionnuntu, mich in seinem Iglu aufzuwärmen. Das nenne ich wahre Freundschaft. Na, willst du kämpfen? Okay, lass uns anfangen.
Pikachu hat im Kampf immer so einen bösen Blick drauf. Ja, ist ja auch ein Kampf. Also, wow, ich dachte schon, der haut eine Kamehameha jetzt raus. Teddy Ursa weint, oh nein. Es hat sich wehgetan. Oh, shit, pass doch mal auf, du Backen. Ey, der nimmt ja gar keine Rücksicht. Was ein Keck? Mit der Fresse voll im Schnee. Du bist total gut. Ruf mich, wann immer du mich brauchst. Ich werde dir schon helfen. Spiel bitte auch ein wenig mit der Diose, wenn du Zeit hast. Hab ich schon. Gut, ich glaube, dann sind wir durch hier und müssen nur noch das Finale machen. Oder muss ich jetzt noch... Warte, Moment. Vielleicht können wir ja doch schon gegen Mammutl kämpfen. Versuch's mal. Aber das wird wieder einer der ganz starken sein. Wir Freunde aus der Eiszone hoffen, dass Impoleon rasch das Kriegsbeil mit Bisaflor und Lugok begräbt. Aber als ich neulich mit ihm darüber sprechen wollte, hat er mich in Eis gehüllt. Vielleicht lag es auch an meiner Wortwahl. Bitte sprich du einmal mit ihm. Hey, willst du kämpfen? Yes. Gut, lass uns anfangen, aber mach dir keine falschen Hoffnungen. Ich lass dich nicht gewinnen, bloß weil du mir geholfen hast. Das ist so jemand, der lässt sich, glaube ich, oft untergraben. Weil der sucht ja jetzt sogar die Schuld bei sich. Alter, der hat 5 KP. 5. Aber ich glaube, er lässt sich mit dem Tackle einfach auskontern. Und ich denke, wir müssen auch dabei bleiben, weil also Elektromoves sollten ja gar keine Effektivität haben. Ja, er ist einfach. Er hat viele KP, aber er ist übelst langsam. Und macht auch immer das Gleiche. Dulli. Also kein Wunder, dass er so gemobbt wird. Kappa. Nee, er muss schon wirklich lernen, sich nicht von Impoleon und anderen zerstören zu lassen. Du bist erstaunlich gut. Und Spaß hat's auch noch gemacht. Lass uns Freunde sein. Gerne. Aber wie gesagt, lass dich nicht so von denen verarschen, Alter. Du bist zu nett. Das wird oft ausgenutzt. Das Minispiel, was könnte das sein? Schlitten fahren? Skifahren? Nein, Brutogel fehlt noch. Achso. RAM-Angriffe sind immer zielsuchend. Okay, versuche ich mir zu merken. Was will Brutogel denn jetzt noch? Brutogel! Na, hast du auch viel Spaß! Mein Geschenk für dich ist ein interessantes Ratspiel. Machst du mit? Oh. Schon wieder. Schön. Lass uns gleich anfangen. Kommen wir zur ersten Frage. Welcher Körperteil von mir gleicht einem Beutel? So, Moment. Ja, aber muss der Schweif sein, oder? Ist der Sack sein Schweif? Lol, das wusste ich tatsächlich nicht. Genau. Und schon kommt die zweite Frage. Wer kann schneller laufen? Sneebel oder Krabi? Ja, komm. Hat das jemand mit einer Stoppuhr gemessen? Aber wenn das Game einigermaßen legit ist, müsste es Sneebel sein, oder? Eisrutschen war das Minigame. Hört sich cool an. Aber hier bin ich jetzt wirklich überfragt. Telefonjoker, ja. Seid ihr. Ich würde Sneebel nehmen, aber Krabi war jetzt am Strand auch nicht gerade langsam. Aber auch aus dem Anime kennt man doch Sneebel, wie der immer so rennt und so. Es kann aber tatsächlich sein, dass die auch gleich schnell sind. Sneebel, Google. Sneebel. Ja, dann nehmen wir den, komm.
Okay, aber war echt schwer. Stimmt. Die dritte und letzte Frage ist zugegebenermaßen etwas seltsam. Schau dir alle Namen gut an. Welches Pokémon könnte adelig sein? Teddy Ursa, Morlord oder Plipprin? Ja, Plipprin, oder? Weil Impoleon hat ja auch so ein königliches Design. Was? Hat Impoleon nicht so eine Art Krone? Aber die anderen beiden passen doch mal überhaupt nicht. Nein! Ach komm, was ist das denn? Bra. Morlord. Junge, ich dachte, wir reden hier über Design. WTF. Sind das die gleichen Fragen nochmal oder andere jetzt? Was hatte der für scheiß Fragen, Mann? Ja, die gleichen. Ja. Dann haben wir hier verkackt. Oder ich zumindest. Nee, Moment mal. Zu welchem Wettstreit fordert Octillery dich im Pokepark heraus? Das war... Kampf? Ja, letzte Frage. Nochmal der Scheiß. Nein, wieder was Neues. Oh nein! Wer begeistert sich für Laolas? Kirlia, Azurill... Ja... Ja, hier sehe ich es natürlich sofort, aber bei der anderen Frage fand ich es echt schwer, da um die Ecke zu denken, weil ich habe das ernst genommen, aber es ist eigentlich nur eine Fun-Frage. Gut, er gibt den Hinweis mit, die Frage ist etwas seltsam. Naja. Stimmt, genau. Unglaublich, alles richtig. Lass uns Freunde sein. Ja, muss man natürlich wissen, dass es eine Fun-Frage ist. Geifel! Danke! Wir stehen in deiner Schuld. Ich glaube dennoch, dass Impoleon es zutiefst bedauert, Mamutl eingefroren zu haben. Dass er sich hinter das Tor zurückgezogen hat, ist wohl ein Zeichen seiner Reue. Ich bin zuversichtlich, dass du ihn zur Umkehr bewegen kannst. Ja, gut, aber... Warum hat er ihn dann nicht einfach schon mal befreit? Hey! Aber mit diesem Superstart hat er sich eigentlich gerade selbst... verhauen. Achso, Quatsch, das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. By the way, wir können tatsächlich im Sprung Schaden machen mit unserem Schwanz. Didn't know that. Völlig weirder Kampf. Die Schweiffrage war die seltsamste. Ja, also von dem kamen irgendwie nur weirde Fragen. Du bist echt stark. Immerhin hast du Mamutl gerettet. Lass uns Freunde sein. Übrigens, hattest du schon einen Wettstreit mit Mamutl? Aber wie dem auch sei, lass uns auf jeden Fall wieder mal gegeneinander antreten. Ja, witzigerweise war er ja sogar stärker als Mamutl. Lul. Nun, der Boss. Bin gespannt, ob der wirklich Reue zeigt. Oder ob der mich jetzt anbrüllt. Impoleon. Ja, sieht schon aus wie ein King, oder? Das war, müsst ihr ehrlich sagen, das war vorhin schon krass irreführend. Naja. Mann, was für ein Lärm. Oh, Mamutl hat das Tor geöffnet. Und wer in aller Welt bist du?
Was sagst du da? Du hast eine Nachricht von Bisaflor für mich, diesem Keck? Er möchte sich wieder mit Logok und mir versöhnen? Er muss etwas im Schilde führen. Wenn du mich vom Gegenteil überzeugen willst, dann versuch mein Spiel zu meistern. Du kannst ja nicht einmal über das Eis gleiten. Mit so jemandem gebe ich mich gar nicht erst ab. Gib auf und hau ab. Sag ich doch, der ist nicht geläutert. Halt! Für mich ist eisiges Terrain kein Problem. Alle Pokémon in der Eiszone sind in Sorge um dich, Impoleon. Warum verschließt du dich hier hinter uns allen? Was für aufbrausende Besucher ich da habe. Ihr wisst einfach nicht, wie wichtig es ist, ein stählernes Herz zu besitzen. Ein stählernes Herz lässt sich weder von Freude noch von Trauer aus der Ruhe bringen. Es ist hart genug, stets eine ruhige und ausgeglichene Grundstimmung beizubehalten. Wie Stahl eben. Als sich Bisaflor und Logok, zwei Pokémon, die ich einst zu meinen besten Freunden zählte, plötzlich gegen mich wandten, erfüllte dies mein Herz mit Trauer und Zorn. Ich erkannte, wie schwach ich war und schloss mich hier ein, um mein Herz weiter abzuhärten. Ja, ich kann die Enttäuschung natürlich schon irgendwo auch verstehen, aber... wäre halt schon besser, wenn ihr den Beef einfach klärt. Ich bin dir hierher gefolgt, weil ich mir Sorgen um dich gemacht habe. Versuchen wir zusammen, die Pestenherz zu meistern. Danke, aber ich bin sicher, ich habe schon bessere Freunde als dich. Komm und veredel dein Herz bei diesem Spiel zu einem echten stählernen Herz. Begibst du dich auf die Pistenherz, hä? Okay, danke für die 10 Bären, los geht's. Stählernes Herz, weil er ein Stahl-Pokémon ist. Wahrscheinlich. Das Game spielen ja auch Kinder, deswegen muss das Quiz ja einfach sein. Ich finde die gar nicht so einfach. Auch bei, na, in der Strandzone, ich weiß gar nicht, das Pokémon. War auch nicht so einfach. Botugels Pokémon-Eintrag aus dem Dex im Diamant. Das Futter, das es in seinem Schweif eingewickelt bei sich trägt, teilt es mit Menschen, die sich in den Bergen verlaufen haben. Oha, okay. Krass, also wirklich was gelernt hier. Das wusste ich noch nicht. Impoleon ist der Eiskönig. Es ist auch einer der besten Starter. Also von allen Wasserstartern fühle ich den auch am meisten. Okay, gucken wir mal. Pistenherz mit Impoleon. Düse so schnell du kannst die Piste hinab, bis du das Ziel erreichst. Mindestleistung 55 CX. Auf los beginnt die Pistenherz. Weiche den Wänden und Schneehügeln aus, um konstant zu beschleunigen. Neige die Wii-Fernbedienung nach links oder rechts, um Kurven zu nehmen. Bremse mit 1, um auch scharfe Kurven zu nehmen oder dann die Geschwindigkeit zu regulieren. Fahre durch die Mitte der Turboflaggen für einen sofortigen Tempobonus. Ist das Ziel erstmal in Sicht, heißt es Endspurt. Sause flugs die Piste hinab. Favoriten: Firnontor, Botugel, Plipprin. Ja, komm, wir nehmen Plipprin, um dann seine eigene Art gegen ihn zu nutzen. Bestleistung 52. 50. Wer war es noch? Keifel? 51. Ja, also das Spiel wird wahrscheinlich ähnlich sein wie das Surfen, aber es hört sich nochmal einen Ticken schwieriger an. Vielleicht aber auch cooler und etwas länger. Ja, der ist auch schon wieder super schnell. Oh, voll offen. Oh, hat noch gezählt. Ich habe den Boost bekommen. Hier nicht. Ja, das ist nochmal ein bisschen schwieriger. Und länger. Cool. Yes.
Bewegungssteuerung funktioniert sogar actually recht gut. Ich glaube, ich habe einen neuen Favoriten. Das ist geil. Ja, Mann! Übelst nice! Eindeutig bestes Minispiel bis jetzt. Das würde ich ja auch so krass fühlen in einem Mario Party. Das war halt wirklich gut. Und er hat es allen gezeigt, ihr. Ja, wie er es gar nicht glauben kann. Musst du wohl ertragen. Du hast also tatsächlich mein Spiel gemeistert. Nimm dies als Beweis. That's what I needed. Ich würde euch ja gern für diese Glanzleistung loben, aber... So wie ihr euch von euren Leistungen bei meinem Spiel herunterziehen oder ermuntern lasst, wird immer deutlicher, dass ihr keine Ahnung davon habt, was es bedeutet, ein stählernes Herz zu besitzen. Aber ich selbst habe auch noch viel zu lernen. Eure strahlenden Gesichter haben mein Herz mit einem wohlig warmen Gefühl erfüllt. Ob Isaflor wohl dasselbe spürte? Ein stählernes Herz alleine ist noch kein Zeichen von Stärke. Ich werde Isaflor und Logok wieder mein Herz öffnen und mich mit ihnen versöhnen. Ehre! So ist es richtig. Das war klasse, Pikachu. Geh zurück zum Treffpunkt und repariere den Heißluftballon. Du? Und du reist vom Treffpunkt aus weiter in die Höhlenzone, um dort Logok zu treffen, hä? Dann bis bald. Mach noch Freundschaft mit Phenontor. Haben wir den nicht? Aber warte, wir schauen jetzt immer in die Liste rein. Deine Freunde! Was haben wir hier für Lücken? Direkt die 58, das ist... Ja, für Nontor. Ja, aber sonst glaube ich... Passt das? Ja. Okay. Dann, schauen wir nochmal schnell, was bei ihm das Problem ist. Weil eigentlich haben wir seine Mission doch gemacht. Was will er denn? Aber was ist jetzt eigentlich mit Lapras? Kommt es dann auch noch? Bei der Rückreise oder wie? Wie würde Glaciola rutschen? Keine Ahnung. Ich glaube, Pliprin war auch der beste Char, oder? Weil der hat ja auch wirklich vom Körperbau Vorteile. Tausend Dank. Frostager hat einen Blizzard ausgelöst. Da bin ich völlig sprachlos. Hast du Lust auf einen Kampf? Ja. Nun denn, lass uns anfangen. Hat ein Blizzard ausgelöst in seinem Herzen, oder wie? Lapras sollte mittlerweile gehen, ja? Okay. Ah, easy. Einfach immer tackeln. No chance. Du bist vielleicht stark. Selbst Ursaring würde gegen dich wohl verlieren. Bitte sei mein Freund. Im Gleiten bin ich auch ein wahrer Weltmeister. Ruf mich einfach, wenn du... jemanden für die Pistenarzt mit dem Bolleon suchst. Hä, der lügt doch. Oder werden einem nur Favoriten angezeigt, die man schon freigeschaltet hat? Das würde es erklären. Müssten noch mit Lapras schwimmen. Jo, okay, machen wir. Müssen wir ja sowieso. Wobei, nee, müssen wir nicht. Wir könnten auch die Schnellreise nutzen. Und Lapras hier auf ewig warten lassen.
Ja, also das waren heute wirklich sehr zwei schöne Welten. Und das war kein deutscher Satz. Das waren heute zwei schöne Welten. Was können Streamer eigentlich, ne? So die Frage. Wie kommst du mit deinem Abenteuer voran? Ich drücke dir ganz fest die Flossen. Der ganze Pokepark steht hinter dir. Zurück zur Strandzone? Ja. Ich liebe es, mich mit jemandem auf meinem Rücken durch das kühle Nass zu bewegen. Es macht mich auch froh, das Meer mit dir zu überqueren. Wenn du magst, können wir ja Freunde sein. Chillig. Auf geht's, nimm auf meinem Rücken Platz. Es wurde doch angezeigt. Das Phenontor? Ah, dann habe ich den vorhin mit jemand anderem verwechselt, offensichtlich. Na gut, dann nevermind. Ah ja, der Ballon ist tatsächlich schon weg. Und die anderen Pokémon, die uns gefehlt haben, die können wir noch nicht machen, oder? Turtok kommt ja erst in der Höhlenwelt vor. Und Bisaflor kommt auch erst später. Und ich glaube, das waren die einzigen beiden Fragezeichen. Sorry, wenn ich immer nachschauen muss, aber ich will sicher gehen. Weil ihr habt ja gemerkt, es hat mich das 100% Fieber dann doch gepackt. Lul. War auch klar, oder? Das war so klar. Was geht jetzt noch beim Treffpunkt ab? Können wir dann noch was machen mit dem Ballon? Ah, genau, und das Baumhaus. Ah ja, da sieht man es schon. Richtig schön geworden. Sieh mal! Das ist dieser Ballon. Wir haben ihn alle gemeinsam aus der Strandzone hierher getragen. Er ist zwar kaputt, aber ich werde versuchen, ihn wieder zu flicken. Stell dir nur mal vor, mit so einem Fluggerät können wir ganz viele neue Pokémon sehen, die vielleicht sogar unsere Freunde werden wollen. Das wäre schon mega geil, ja. Warte mal, wie viele Bären habe ich? 1,5. Wir können uns noch ein Upgrade gönnen. Warte mal, Speed ist eigentlich am geilsten. Halt auch für die Erkundung und so. Deswegen würde ich gerne Speed trainieren. Für einen Taui, ja, let's go. Eisenschweif lernen. Nächstes Mal. Oder bekomme ich jetzt Eisenschweif? Ach nein, der erhöht da die KP. Nein, ich habe den falschen genommen, ich Idiot. Rasaf ist neu. Ja, der hätte mir wahrscheinlich Eisenschweif beigebracht. Und du warst für Speed da, ne? Oder? Ja, Alter, bin ich lost. Das kostet 1000, oder? Komm, sag mir, dass wenigstens Eisenschweif noch drin ist. Hey, du bist echt ununterbrochen für uns auf Achse. Soll ich dich auf dein nächstes Abenteuer vorbereiten, indem ich dir eine neue Technik beibringe? Schon mal von der Attacke Eisenschweif gehört, hä? Wenn du mir ein paar Bären gibst, dann bringe ich sie dir gern bei, Digga. Ja, keine Sorge. Ich weiß, ich habe selbst überhaupt keinen Schweif. Aber die Technik liegt mir so im Blut, dass ich auch keinen brauche. Das ist auch der Grund, weshalb ich dazu in der Lage bin, sie selbst tölpeln wie dir beizubringen. Ey, pass auf, ja? Komm, nimm. In Ordnung, dann wollen wir dich mal tüchtig durchtrainieren. Ja, aber komm, wäre es nicht besser gewesen, wenn sie hier Pokémon genommen hätten, die halt auch für die jeweiligen Upgrades sinnbildlich stehen? Also bei Carpi halt dann Charnera und bei Eisenschweif, was weiß ich, irgendein Pokémon, das auch einen Schweif hat! Haha, du bist stark geworden, ja. Der Eisenschweif lässt sich jetzt ausschließlich im Kampf einsetzen. Fordere gleich mal jemanden heraus und teste ihn. Du kannst nun die Attacke Eisenschweif einsetzen.
Die Attacke Eisenschweif kommt nur in Kämpfen zum Einsatz. Schwinge die Wii-Fernbedienung von oben nach unten, na toll, um deinen Gegner zurückzustoßen. Ja, jetzt müssen wir dann das nächste Mal aber ordentlich farmen, damit wir schnell den nächsten Speedboost bekommen. Wenn ich so dumm bin. Bummi ist jetzt im Baumhaus. Er kann dir alles Mögliche über die Sagen des Poképarks erzählen. What? Ah, wir haben auch eine weitere Etage bekommen. Ach was. Du bist also ein Freund des Pokémon, das diese schnucklige Hütte gebaut hat? Dann bist du auch mein Freund. Oh, easy. Das hier ist der perfekte Ort, um etwas in sich zu gehen. Wenn du willst, verrate ich dir gern meine Gedanken zu ein paar der geheimnisvollen Themen des Poképarks. Worüber willst du was wissen? Treffpunkt? Der Treffpunkt, ne? Ich sehe schon, du bist ein echter Kenner. Am Treffpunkt kreuzen sich die Wege aller freiheitsliebenden Pokémon. Gibt's welche, die keine Freiheit lieben? Manche kommen und gehen wie eine sanfte Brise. Andere bleiben eine Weile hier. Und so entsteht die für den Treffpunkt so typische Atmosphäre. Cool. Was weißt du über Mew? Du willst was über Mew wissen? Ich wohne nun schon seit geraumer Zeit hier im Poképark, aber Mew habe ich kein einziges Mal gesehen. Manche Pokémon sagen, wenn man Mew über den Weg läuft und dreimal einen Wunsch äußert, bevor er wieder verschwindet, geht dieser tatsächlich in Erfüllung. So selten lässt er sich hier blicken. Okay. Das waren jetzt aber keine krassen News eigentlich. Naja, vielleicht bekommt er ja später noch brandheiße Infos. Die nächste Zone ist dann die Erdzone, oder was? So, warte mal, was ist jetzt mit dem Ballon eigentlich? Ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt, fliegen zu können. Nichts gegen einen Rundflug mit Triffzeppeli, aber selbst in ein paar Runden in den Wolken drehen zu können, das wäre schon genial. Okay, es hört sich so an, als bräuchten wir erstmal noch weitere Freunde, die uns helfen, das Ding aufzubauen. Und die bekommen wir vielleicht das nächste Mal. Jufian, danke fürs Vermünzen. Schönen Abend und schönen Stream alle miteinander. Ja, und schönen Abend wünsche ich euch auch, denn das war Part 2 von Poképark Wii. Es wurde tatsächlich noch besser. Ob wir das beim nächsten Mal noch weiter steigern können? Oh, ich weiß nicht. Weil wirklich, also gerade die Eiszone war ein Traum optisch. Wir hatten heute vielleicht ein bisschen weniger Verstecken spielen, was ich ein bisschen vermisst habe. Aber dafür einigermaßen fordernde Ratespiele und einige Kämpfe. Also das hat auf jeden Fall zugenommen. Die Minispiele waren auch richtig strong. Also ja, ich freue mich auf Part 3 und sage danke an 1086 Liker. Morgen sehen wir uns zur selben Zeit, also circa 16, 17 Uhr wieder. Schaltet ein, aktiviert die Glocke. Bis morgen und gute Nacht.